Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Chroniken der Engel und das hier ist das Ordensbuch der Rameliten. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Regelwerk aussieht, so sieht's aus. Ja. Und heute mit dabei, wo fange ich denn heute mal an? Ich glaube, ich fange heute bei Lokis Vibe an. Die spielt nämlich Lyriel, eine raphaelitische Engelin. Guten Abend. Und dann haben wir den Hotney, der spielt Inariel, einen Urieliten. Hallo, schönen guten Abend. Und dann haben wir Feder, spielt Cetariel, einen Engel des Michael. Guten Abend zusammen. Dann heute wieder mit Skype kämpfend, aber tapfer dabei. Der D-Rex als Daniel, ein Engel des Gabriel. Hallo! Man sieht es schon, dass er kämpft. Aber gut, besser als gar nicht. Gut, und Yamera ist auch noch mit am Start. Die spielt nämlich Liberiel und ist in der Stadt, in der wir uns gerade befinden, zu Hause. Nämlich als Ramielitin in Prag. Guten Abend! Und passend in Blau gekleidet. Und blaue Kopfhörer, das nenne ich ja. Sehr gut. Ja. Soll Leute geben, die kaufen sich Kopfhörer extra für einzelne Runden. Natürlich, nur für diese Engelrunde. Nur für die Runde bei Koali habe ich extra neue Kopfhörer. Einen blauen Kopfhörer zugelegt. Ja, ja. Aber wenn wir spielen würden mit Würfeln, hätte ich tatsächlich auch schöne blaue Würfel. Aber wir würfeln ja hier nicht, nicht wahr? Nee, Würfeln brauchen wir heute nicht. Ja, schön, dass ihr auch da draußen wieder so zahlreich erschienen seid, um unserem kleinen Engelstrupp zu folgen auf ihrem Weg gen Norden in das Raguelsland, das heutige Skandinavien. Wir befinden uns in einer postapokalyptischen Welt im Jahre 2600 irgendwas, glaube ich. Moment, ich muss die Karte mal einblenden, was da drauf steht. 2654. Genau, 2654. Und ihr könnt sehen, das ist die Europakarte, die hat sich ein bisschen geändert, weil wegen Sintfluten und anderen Katastrophen ist das Bild der Welt ein bisschen ins Wanken geraten. Unter anderem hat der Herr der Fliegen, der böse Widersacher Gottes, seine unglaublich schrecklichen Traumsaatkreaturen auf die Welt losgelassen. Und die Menschheit wäre fast ausgerottet worden, wäre dann nicht die angelitische Kirche unter Papst Petrus Sekundus, dem Ersten. Man weiß es nicht so genau. Und der hat Kräfte bekommen oder wurde erhört, seine Gebete wurden erhört von Gott und hat die Engelsscharen auf die Erde heruntergerufen. Und ein paar dieser Engel seht ihr hier. Und sie haben einen Auftrag bekommen, denn im Norden, also im Raguelsland, wo sie jetzt eigentlich ja hin sollen, da war früher mal ein Himmel der Engel. Also Himmel, das sind so Stützpunkte von den einzelnen Engelsorden. Und da war früher mal einer, nämlich der Engel der Raguelliten, die sich um die vorsinnflutliche Technik und alles mögliche andere mysteriöse gekümmert haben. Und dieser Himmel wurde vernichtet vom Herrn der Fliegen durch eine große Feuerflammenwand oder eine Feuersäule, die einmal quer über den Himmel hinweggerauscht ist und alles unter sich verzehrt hat. Und seitdem gibt es dort oben in diesem abgeschiedenen Landstrich keine Vertretung mehr der angelitischen Kirche und es gehen Gerüchte rum, dass die Menschen abgefallen sind vom wahren Glauben und sich bösartigen und ketzerischen und sündhaften Dingen hingeben. Und das kann man ja wohl nicht so stehen lassen. Deswegen muss man eine Engelsschar nach oben schicken, in den Norden, um dort wieder einen Stützpunkt für die angelitische Kirche zu schaffen und die Menschen auf den tugendhaften Weg der angelitischen Kirche zurückzuführen. Genau. Und das ist der eigentliche Auftrag.
Losgeflogen sind sie in Roma Aeterna, dem heutigen Rom, und ja, sind inzwischen in Prag angekommen mit einigen Wirrungen und Irrungen. Und ja, wie wir beim letzten Mal im After-Show-Talk schon gesagt haben, vielleicht ist einfach auch der Weg das Ziel in dieser Runde. Ja. Und in Prag ist alles so ein bisschen merkwürdig, zumindest für Lyriel, Inariel, Daniel und Citariel, weil Liberiel kommt ja von hier. Für die sind viele Dinge einfach so normal, dass sie auch nicht erwähnenswert sind. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch den anderen gar nicht von diesen anderen merkwürdigen Dingen, die sie gerade bemerken, erzählt, weil für sie ist das völlig selbstverständlich, dass das da ist. Zum Beispiel ein merkwürdiger, summender, untergründiger Ton, der die ganze Zeit vorhanden ist und vor allen Dingen Inariel in den Wahnsinn treiben, weil der besonders gut in seiner Wahrnehmung ist und diesen Ton halt umso lauter hört und umso präsenter hat. Aber auch die anderen Engel haben Probleme, denn Citariel, ihre Anführerin, die eigentlich einen Gedankenkanal immer geöffnet lässt, durch ihre engelsartigen magischen Kräfte, ist sie ja imstande, alle anderen Engel in der Schar untereinander zu verbinden, gedanklich. Und das scheint, je näher man sich dieser Stadt Prag nähert, immer schlimmer zu werden. Also immer nicht schlimmer, aber man kann es aufrechterhalten, aber es ist wesentlich anstrengender als woanders. Und genau andersrum geht es Liberiel, weil die hat eine Verbindung zur sogenannten Kathedrale der Gedanken, einem Wissenshort, in dem man sich zurückziehen kann. Und ja, das fällt ihr sonst schwer, in Anführungsstrichen. Also ist mit Mühe verbunden, und je näher sie sich Prag nähert, desto einfacher wird es. Und jetzt, wo sie im Himmel sind, ist es wie ein Klacks, in diese Kathedrale der Gedanken einzutauchen. Einfacher geht's nicht mehr. Ja, und das ist nur eine Sache von denen, die komisch sind. Die Stadt liegt auf einem großen See, der mit dem Meer verbunden ist. Und ja, ist so ein bisschen wie heute Venedig. Also komplett irgendwie auf dem Wasser gebaut. Nur eine einzige große feste Brücke, die könntet ihr im Thumbnail ja bewundern, die gibt es ja auch heute. So eine große, diese große Brücke im heutigen Prag. Die verbindet noch das Festland mit dem Inselmassen, aus denen diese Stadt besteht. Insgesamt besteht sie aus, muss ich nochmal nachgucken, wie viel das waren. 6 Inseln, 2 genau. Große, 4 kleine. Genau, 6 Inseln. Und die sind jeweils um ja, so Türme oder Türme könnte man das ganz gut nennen, oder so Ordensburgen, so Burgturmverschnitte angeordnet. Das sind die einzigen fixen Punkte in Prag, diese Türme. Der größte davon ist der Himmel der Rameliten, im Zentrum der Stadt. Die anderen sind alle ein bisschen kleiner. Und alles andere an Gebäuden scheint sich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder zu verändern. Das heißt, die Bewohner dieser Stadt sind es gewohnt, dass ihre Stadt, wenn sie morgens aufwachen, vielleicht total anders aussieht als am letzten Tag. Könnte passieren, dass ihr morgens aufstehen wollt beim Bäcker ein Brötchen kaufen, und dann müsst ihr aber quer durch die Stadt, weil der Bäcker ist nicht mehr 2 Häuser weiter, sondern an der anderen Ende der Stadt. Welch grausamer Gedanke. Ja. Ist zumindest für einige der Engel hier der Fall. Aber Liberiel hat auch dafür eine gute Ausrede, denn man muss ja auch, den Menschen auch ein bisschen eine Herausforderung bieten und so. Daniel meint auch irgendwie, das ist ja völlig, völlig wirr. Wie soll man denn dann gut eine Stadt verteidigen, wenn man doch selber noch nicht mal weiß, wo man hin muss? Und ja, Liberiel meint dann nur, ja, aber der Gegner weiß es ja auch nicht. Ja. Wer nun recht hat, dem das sei dahingestellt. Das könnt ihr selber entscheiden da draußen. Zusätzlich weiß Daniel aber die Abwehrmaßnahme gut zu schätzen, dass diese Stadt von diesem Nebel durchdrungen ist, denn
Die Temperaturen hier sind, ja, also in dem Europa dieses Jahrhunderts sind alle ein bisschen so subtropisch geworden. Das in ganz Europa ist, wird auch so, so ähnlich, wie man das heute hat im asiatischen Bereich, irgendwie viel Reisanbau und so. Und sehr, sehr schwül, sehr viel Luftfeuchtigkeit. Und dieser See hat die Eigenart, ein bisschen ja, Nebel abzusondern, Dampf abzusondern. Und deswegen ist die Stadt halt permanent, bis auf ganz, ganz wenige Tage Ausnahme, von einem Dunst umgeben. Und ja, die Menschen leben quasi mitten im Nebel, die ganze Zeit, immer. Und ja, so ist es nun. Inaril ist da total interessiert dran. Und hat sich, ja, ich glaube, Lyriel war es, ne? Hast du dir geschnappt? Und ihr seid mal auf Ausflugstour gegangen, auch wenn Cetariel das nicht ganz so gut heißt. Ich habe zu wenig Alkohol in diesem Tee. Und ich habe schon wieder so ein Stechen in meiner Narbe auf dem Rücken, als ob irgendwer was anstellen würde. Aber das kann ja eigentlich gar nicht sein. Sie hat uns den Auftrag gegeben. Ja, sie hat euch losgeschickt. Aber ich glaube, es war ihr nicht ganz wohl bei der Sache, als sie das getan hat. Aber das ist ja egal. Inariel ist ja der neugierige Engel in dieser Schar. Und der wollte unbedingt diese merkwürdige, sich verschiebende und durch Nebel durchflutete Stadt begutachten. Und ist mit Lyriel losgezogen und ihr habt erstmal einen Fischhändler, glaube ich, um den Verstand gebracht. Und um sein schwer verdientes Geld und Boot. Gar nicht. Wir haben ihm Fische besorgt. Ja, viele davon habt ihr ihm besorgt. Ja. Mal sehen, wie das seine Kollegen und Nachbarn alle finden. Und wie das, was er draus macht. Ja, und dann habt ihr euch ein bisschen umgeguckt, was denn mit diesen Wassermassen alles ist und so. Und Inariel ist getaucht. Hat sich in den Untergrund hinab, in diese düsteren Fluten gestürzt und hat was ganz Außergewöhnliches entdeckt. Nämlich unter der Stadt, also im Wasser, ganz tief vergraben und mit ganz viel Schlingpflanzen bewachsen und so, sind riesige Ketten, die auch auf Spannung sind. Genau. Das war wohl eine eigenartige Entdeckung. Hatten, glaube ich, ein bisschen dran rumgerüttelt und gezogen, aber die bewegen sich halt nicht. Nicht mal ein kräftiger Engel wie Inariel kann sie bewegen. Und ja, so ist es nun mal. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wart ihr schon wieder zurück? Ich glaube nicht, das müssen wir also gleich noch machen. Und Liberiel hatte einen Auftrag, ja, also in Anführungsstrichen einen Auftrag bekommen. Sie hat ja noch ein Buch, was sie unbedingt wieder zurückbringen musste nach Prag. Und hat das vorher gelesen, nachdem sie Cetariel da ganz lange bekniet hatte, dass sie das darf. Hat eigenartige Geschichten gelesen von einem Prediger, der durch das Land zieht und Wunder vollbringt. Und kann sich das überhaupt nicht erklären und hat ganz viele verschiedene ja, Vorstellungen und Gedanken dazu, was das für ein Typ sein könnte. Vielleicht war das Petrus Primus oder ein anderer Engel, aber Flügel werden nicht beschrieben. Und naja, ist alles ganz merkwürdig. Und am eigenartigsten war das dann auch noch, dass dann irgendwann später in dem Buch sogar ein Petrus vorkommt, der diese Gestalt verrät. Und wegen diesem, ja, nicht wegen diesem Verrat, aber diese Gestalt kommt irgendwann auch zu Tode. Ganz gruselig. Und ja, die Hohen des Himmels, die haben auf dieses Buch halt relativ verhalten reagiert, haben das entgegengenommen, haben dann gesagt, das sollte eigentlich nach Roma Aeterna, wo ihr ja herkommt. Dann müssen wir das wohl nochmal schicken und ja, ihr habt den Oberen dann gesagt, ja, die müssen dann aber besser beschützt werden, weil da sind jetzt neuartige Traumsaatwesen unterwegs, die alte Schar, die dieses Buch eigentlich transportieren sollte, abgefangen und vernichtet haben. Und ja, aber auch das ist jetzt nicht sonderlich irgendwie mit großem großer Trauer oder sonst irgendwas aufgenommen worden. Es war sehr stoisch und sehr, aha, okay,
dann müssen wir da wohl ein bisschen aufpassen. Aber allgemein sind die Menschen und auch, ja gut, mit anderen Engeln habt ihr jetzt großartig nicht interagiert, aber die Kontaktpersonen, die ihr hier in dem Himmel habt, relativ gelassen, stoisch. Ja. Und die scheinen auch einige merkwürdige Dinge in ihrer Stadt nicht zu bemerken. Inaril ist zum Beispiel sofort aufgefallen, dass der Turm leicht schief ist. Aber das scheint niemanden zu stören. Ja, und genau, das ist, glaube ich, so das Wichtigste vom letzten Mal. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, was ich vergessen habe? Wir haben noch eine, wir sind noch unten in der Stadt, weil wir eine merkwürdige Statue. Also. Genau, ja, ihr habt eine Statue gefunden von zwei Engeln, die einmal das Ordensornat von den Rameliten tragen. Und wenn ihr habt, glaube ich, sogar schon gefragt und hattet rausgekriegt, dass das Jemeriel, der Erzengel, ist. Und der andere trägt ein Ordensornat des Uriel, also deines Ordens. Und es sieht in der Darstellung sieht es so aus, als ob der Urielit ganz angestrengt lauscht. Und ein bisschen ehrerbietig unterhalb des Ramelits. Natürlich. Ja, wenn du das so sagst, dass das natürlich ist, dann wird das so sein. Ja, also dann seid ihr noch unten in der Stadt und was machen genau Daniel Cetari Liberiel gerade im Turm? Fang mal an, Daniel. Du hattest beim letzten Mal die wenigste Spielzeit. Ja, genau. Du hattest ja immer diese Aussetzer letztes Mal. Ne? Ja, Daniel wird erstmal viel Zeit so ein bisschen mit Meditation und auch noch mal ein bisschen mit Nachdenken verbracht haben, weil ihm einfach das Geschehene der letzten Tage nicht so ganz aus dem Kopf gehen will. Mit der Engelschar, die da komplett ausgelöscht wurde und auch, dass er auch in seinem eigenen Orden da nicht viel Informationen zu bekommen hat, weil alles, was Liberiel ja weitergegeben hat, trotzdem unter Geheimhaltung steht und das geht ihm nicht durch den Kopf, aus dem Kopf raus. Wird sich dann auch ein bisschen so mit Sport versucht haben, davon abzulenken. Was aber auch nicht so ganz funktioniert hat, was ihn auch erstaunt hat, weil so Liegestütze und so, das macht eigentlich den Kopf bei Daniel wunderbar frei. Und dann wird er mal vollkommen auf eigene Faust durch den Himmel gewandert sein, in irgendeine Richtung, wo es aussieht, als würde man Bücher finden und da mal einfach versucht haben, Informationen über alles Mögliche an Traumsaat-Kreaturen zu finden. Wir hatten ja festgelegt, dass ihr als Engel alle zumindest rudimentär lesen und schreiben könnt. Das ist sonst in der Welt gar nicht so selbstverständlich, denn Bücher sind Ketzerei und nur der Ramielsorden ist eigentlich dafür bevollmächtigt, Bücher zu verwalten und anzufertigen und weiterzugeben und darin zu lesen überhaupt, weil auch Lesen birgt halt Gefahren. Das hat besonders der Lyriel schon sehr früh in ihrem Werdegang herausgefunden, dass die Gedanken, die ihnen auf Blatt Papier gebannt werden, manchmal sehr gefährlich sind. Ja. Dann versuchst du herauszufinden, Informationen über Traumsaatkreaturen. Alles, was dir so in die Finger fällt. Idealerweise natürlich irgendwas über Kreaturen, die er noch nicht kennt, auch wenn Daniel wahrscheinlich sehr überzeugt davon ist, dass er im Feld wesentlich mehr Kreaturen gesehen haben muss, als in den Büchern irgendwie fixiert sind. Ja, also in den Büchern, zu denen du Zugang erhältst, die allgemein da in den offenen Bibliotheken stehen, da findet Daniel jetzt keine für ihn neuen Informationen. Das ist alles Wissen, das wahrscheinlich auch von deinem Orden, dem Ramielsorden, übermittelt wurde.
manchmal im Wortlaut fast genauso wie das, was man dir halt beigebracht hat. Also du gehst jetzt stark davon aus, dass das eigentlich die Schöpfung deines Ordens ist, was da steht, und nicht der Ramieliten. Denke ich. Kannst du selber entscheiden, ob du das denkst, aber die Vermutung liegt nah. Ja, ist auch ein bisschen enttäuschend dann wahrscheinlich für Daniel. Ja, das lässt ihn halt nicht los, weil er halt auch genau weiß, dass dieser Orden wesentlich mehr Wissen haben muss irgendwo, nicht zuletzt, weil wir ja selber dazu zuletzt beigetragen haben, dass das mehr wird. Würde dann mal zu irgendeinem Bibliothekar oder so gehen. Habt ihr mehr davon? Zeigt auf die Bücher. Zu den gefährlichen Kreaturen. Hier nicht. Aber ihr habt mehr. Das Wissen ist unendlich. Engel. Guckt auf die Bücher. Die habe ich durch. Alle? Er blättert so 3-4 Seiten auf, guckt kurz, was das für eine Traumsaat ist, und rezitiert quasi auswendig, weil er das ja genau so beigebracht bekommen hat, was da steht. Dieses Wissen stammt aus meinem Orden. Das kann ich nicht entscheiden. Ich verwalte das Ganze hier nur. Ist doch gut, wenn du alles weißt über diese Kreaturen. Diese Kreaturen sind für mich auch keine Bedrohung, wenn sie unsere Schar angreifen. Wir haben auf unserer Reise aber eine Kreatur getroffen, die eine ganze Schar ausgelöscht hat, und ich wüsste gerne, was da draußen noch auf uns wartet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Engel sind unsterblich. Bist du sicher, dass du das erlebt hast? Oder ist das nur ein merkwürdiger Nürnberger Akzent, den ich nicht verstehe? Ein Schwert Gabriels kehrt nur selten ohne seinen Besitzer in den Himmel zurück, und wir haben ein Schwert Gabriels nach Nürnberg gebracht. Er guckt ein bisschen irritiert, und man merkt so wie im Leichte so die Schweißtropfen auf der Stirn irgendwie anfangen zu sprießen. Das ist ja fürchterlich. Mein Orden beherrscht das Feuer wie kein zweiter, und dieser Ordensbruder war nicht mehr als ein Haufen Kohle. Deshalb möchte ich gerne wissen, welche Gefahren da draußen noch auf meine Schar warten, wenn wir weiter Richtung Norden reisen. Also alles, was ich weiß, also ich habe sie wahrscheinlich nicht so gut im Kopf wie du, wahrscheinlich sogar, aber alles, was ich hier verwalte, sind das, was du gerade auswendig rezitiert. Wobei ich dir empfehlen würde, weniger auf den Wortlaut zu achten und auch mal zwischen den Zeilen zu lesen, wenn du verstehst, wie das geht. Daniel guckt in dem Moment tatsächlich auf den Text runter, den er da offen hat. Zwischen den Zeilen steht nichts. Oh, das ist ein Irrtum. Zwischen den Zeilen steht alles. Du solltest deinen Rameliten fragen. Dann wird es dir erzählen. Das sollte ich vielleicht tun. Ich fürchte, mit mehr Büchern über die Traumsaat kann ich dich hier nicht ausstatten. Kannst du jemanden finden, der mir Zugang zu mehr Informationen verschafft? Frag deinen Rameliten. Die sind doch dafür da, dass ihr Wissen von uns bekommt. Dann werde ich bei ihr noch einmal nachfragen. Ja.
So habe ich es gelernt. Jede Engelsschar hat eine klare Aufgabenteilung. Du bist ein eigenartiger Gabriel, wenn du versuchst, ein Rameli zu sein. Habe ich noch nie einen getroffen. Bis jetzt kamen immer nur Gabrieliten und haben mich angemotzt, weil ich kein Schwert trage. Wie du sagst, wirklich, jeder von euch ist gestorben? Einer von den Gabrieliten, einer von den Urieliten, den Ramieliten, den Raphaeliten und auch den Michaeliten. Sonst wären wir jetzt nicht hier. Kannst du mir das aufschreiben, wie das genau passiert ist? Also wenn das wirklich so eine neue Kreatur war, dann müssen wir das ja unbedingt wissen. Unsere Ramielitin hat die Information in Prag, in Nürnberg schon übermittelt. Ach. Wenn sie uns nicht zuteil werden, hat sie bestimmt jemand Anlass bekommen. Dann werden die bestimmt von den Oberen gerade ausgewertet und dann kommen die irgendwann, wenn sie ausgewertet sind, hier zu mir und dann kann ich es auch lesen. Und du dann auch. Daniel. Okay, bis er diesen Nachsatz danach geschoben hat, würde Daniel ihn einmal richtig wütend anfunkeln. Er weicht jetzt von dir zurück. Was getan? Nein. Warum guckst du so? Ich werde mit meiner Raphaelitin sprechen. Ramielitin sprechen. Sprechen ist gut. Steht in dem roten Buch da hinten. Daniel würde halt einfach zielstrebig dann wieder zurück in die Kammer gehen. Ich kann dir auch noch das Gelbe empfehlen. Hier, da. Über Haarschnitte. Ja, das kriegt er wahrscheinlich dann auch nur noch am Rande mit, während er dann da die Bibliothek oder einen dieser Gänge, wie auch immer das genau aussehen mag, verlässt. Stellst dir halt wirklich wie so eine alte mit dicken Lederbücher, also mit dicken alten Büchern in verschiedenen Kolonnen aufgestellte Bibliothek vor. So richtig urig, könnte man sagen. Kein Wunder, dass es Liberia hier gefällt. Also wenn ihr draußen studiert, so diese neuen Uni-Bibliotheken, nur in, die sind ja meistens nicht sonderlich urig, außer die alten. Also wenn ihr mal in Bonn, glaube ich, in den alten Bibliothekstrakten wart, die mit den neuen vergleicht, das ist schon ein Unterschied. Gut, ja. Wird sich dann halt, wenn er zurück in der Kammer ist, wieder irgendwie so auf so ein Steinpodest setzen und dann ein bisschen weiter meditieren, bis die anderen dann zurück sind. Ja. Was machen Zitariel und Liberiel? Und bevor wir zu Lyriel und Inariel in die Stadt gehen? Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Das sagtest du eben schon. Wie gesagt, ich muss in die Bibliothek. Die Karten, vielleicht finde ich aktuellere Karten und vor allem die letzten Berichte aus Raguels Land, der letzten Raguiliten oder vielleicht auch der letzten Templer, die dort stationiert waren oder sind. Ich würde das sichten und auch nochmal nach deiner Anfrage schauen, ob ich noch was über häufigere Kreaturen des Herrn der Fliegen
in Erfahrung bringen kann. Auch wenn Bruder Marco sagte, dass es keine spezifischen Wesen gibt, ich würde trotzdem noch mal schauen. Dort oben ist es vielleicht doch ein wenig anders von der Landschaft her. Vielleicht Felswürmer oder so etwas. Ich meine, Wasserwürmer haben wir schon gesehen. Und wir haben ja noch eine weite Strecke übers Meer. Aber geh ruhig zurück ins Quartier und versuch rauszufinden, was Inariel und Lyriel, also hauptsächlich Inariel, treibt. Schickt einen Novizen in die Bibliothek, um mich zu suchen. Ihr habt ja leider keinen Zugang. Ich kann dich zur Not auch noch selber kontaktieren. Citariel? Ja? Sprich mit ihnen nicht über das Buch. Nein. Meinem Verstand... Es wirft Fragen auf, aber mein Verstand hält es aus. Hauptsächlich hat es mir auch Sorgen bereitet, dass du mitgelesen hast, so viele Passagen. Und die Querverbindungen zu meinen Fragen gesehen hast. Das ist nicht gut. Vergiss es am besten. Denk nicht drüber nach. Mach dir keine Sorgen um mich. Das ist meine Aufgabe. Ja, dann strecke ich so ein bisschen die Hand aus, streiche die über den Oberarm und würde dann in den Seitengang abbiegen. Guck, dass du heute wenigstens noch ein paar Stunden Schlaf bekommst, damit wir morgen aufbrechen können. Ja, man sieht doch so die Fingerspitzen über den großen Flügeln winken. Und dann bin ich beschwingten Schrittes weg. Und nehme mir vor, mir auf jeden Fall auch noch neue Kleidung hier zu besorgen. Die war ja nach dem ganzen Unglück in den Bergen recht ramponiert und wir hatten, glaube ich, im Himmel Gabriels keine Kleidung in meiner passenden Farbe wirklich bekommen. Sodass ich dringend einen Satz neuer Kleidung brauche in Blau. Natürlich. Ja, sollst du bekommen. Aber erst die Bücher. Ja, du suchtest nach Hinweisen zu überlebenden Raguliten oder... Habe ich das richtig verstanden? Einmal will ich in die Kartenabteilung nach spezifischen Karten von Brüllheim, wo wir uns ja stationieren sollen. Mhm. Umgebungskarten von Brüllheim und die letzten aktuellen Karten oder vielleicht auch neue aktuellere Karten. Falls es die tatsächlich gibt, finde ich die hier im Himmel von Raguelsland. Außerdem die letzten Berichte würde ich suchen von den Raguliten. Und gucken, was für Einheiten der Templer dort stationiert waren, ob es von denen Berichte gibt, wie so die letzte offizielle Lage war. Ja, also die Raguls-Templer hat es natürlich gegeben da. Und auch die Berichte von vor der Zerstörung kannst du ohne Probleme einsehen. Ist ein bisschen tragisch, das alles nachzulesen, weil den... Raguls Orden schon bewusst war, dass das Fegefeuer halt in der Nähe ist und die Engel dort halt auch alle und die Templer auch sehr viel Probleme damit hatten, halt die aus dem Brandland hervorbrechende Traumsat halt in Schach zu halten. Aber man hat halt immer damit gerechnet, dass das Fegefeuer irgendwann abschwenkt beziehungsweise am Himmel vorbeigeht oder so. Niemand hat es für möglich gehalten, dass es direkt auf die Stadt Trondheim zusteuert und den Himmel vernichten könnte überhaupt, weil es ist immerhin ein Himmel. Und das ist dann aber passiert. Und dann brechen die Berichte ab und es kommt nur noch zu sporadischen, einzelnen Reiseberichten von... Ja, nicht mehr von offizieller Seite, sondern eher so von privater Seite. Irgendwelche Händler, die halt berichtet haben, was da los war. Und das malte dir ein Bild, ja, dass sich viele halt, das gab halt große Panik da, natürlich, weil der Himmel halt gefallen ist und auch die Traumseite dann kein Gegenwehr mehr hatte dort. Aber die Menschen sich irgendwie organisiert haben. Und die letzten Berichte sind dann relativ
Das, was ihr auch auf dem am Start halt mitbekommen habt, diese unguten Gedanken von einigen Menschen, dass man halt, wenn man schon sich alleine organisiert bekommen hat, man die Kirche doch gar nicht mehr braucht. Und das wohl auch irgendwie ein Zeichen wäre, dass irgendwie der Himmel vernichtet würde oder wäre oder so. Selbst sowas kommt hin, ja. Und wenn du weitersuchst, so generell nach Ereignissen nach der Zerstörung des Himmels, es gibt natürlich Ragoliten, die in verschiedenen Scharen waren. Und es hat wohl sowas wie ein Backlash oder sowas gegeben, dass viele von denen einfach mit dem Verlust ihres Himmels und ihres Kommandos nicht klargekommen sind. Ganz viele sind zu Gott zurückgekehrt, haben die letzten Auszeichnungen bekommen, ziemlich schnell nach den Ereignissen. Es gibt dann auch Berichte, dass einige halt ja verrückt geworden sind. Und der prominenteste Fall ist der Fall des Ragoliten Kaliel, der sogar einen Ketzerprozess in Roma Aeterna hat über sich ergehen lassen müssen. Weil er seine Flügel verloren hatte und sich danach als Mensch bezeichnet hat und als Mensch weiterleben wollte. Ja, von dem hatten wir in Roma Aeterna schon gehört, aber Citharil hat uns ja verboten, nach ihm zu suchen. Also wenn ich das wieder lese, erinnere ich mich daran und ärgere mich unheimlich darüber, dass wir dem nicht nachgehen durften. Ja, und ist halt vor allen Dingen, hat dieser Kaliel anscheinend auch das Ordensbuch der Ragoliten gesucht. Und dein Orden ist auch schwer dahinterher gewesen, dieses Ordensbuch zu erhalten, weil da halt die ganzen Geheimnisse des Raguels-Ordens drin war. Und das sind, und du kannst es nachlesen, in etwas zwar klassifizierteren Akten und Berichten, aber wenn du dich ein bisschen auskennst und forschst, ein bisschen länger da Zeit mit verbringst, wirst du rauskriegen, dass der Ramils-Orden ganz stark daran interessiert ist, halt dieses Dokument zu bekommen. Und dass es wohl tatsächlich noch existiert, also aus den Trümmern der Stadt geborgen worden ist. Wo es jetzt ist, weiß keiner. Okay, ich mache mir einen neongelben Notizzettel, ganz groß, so in A2, in meine Kathedrale der Gedanken. Ordensbuch der Ragoeliten finden, suchen, finden. Im Himmel abgeben. Ja, und es ist halt schon fast penetrant, was du siehst, denn das scheint so das Allerwichtigste zu sein, was dein Orden gerade umtreibt, ist dieses Ding zu bergen. Und was wurde dafür unternommen, um das zu finden? Ja, alle möglichen, also es wird halt überall gefahndet danach. Also es ist so quasi auf der Top-Liste das Allerhöchste. Kann ich daraus schlussfolgern, dass... Wenn Engel was suchen sollen, dann danach. Warum sind da nicht schon welche in Raguels Land unterwegs? Gibt es Hinweise, dass es rausgeschafft wurde von dort? Ja, genau. Rausgeschafft worden. Also in Trümmern rausgeschafft und dann verliert sich die Spur. Aber es könnte noch irgendwo in Raguels Land sein. Aber es ist rausgebracht aus Trondheim, aber noch im Raguels Land. Man vermutet, dass dieser Kaliel es aus Raguels Land rausgebracht hat, weil der davon erzählt hat. Und dann verliert sich die Spur. Okay, also habe ich, auch wenn ich jetzt nach Hargolds Land gehe, dort keine Chance, es dort zu finden. Könnte sein. Könnte auch wieder da sein. Also das sind ja alles nur Gerüchte und Berichte und Vermutungen von Leuten. Okay. Also genaue Anweisung, wo das jetzt irgendwie ungefähr ist, findest du leider keine. Kann ich aber aus den Berichten schlussfolgern, dass Agenten meines Ordens sich in Raguels Land aufhalten und dass ich eine Möglichkeit hätte, sie zu finden und zu kontaktieren als Unterstützung? Definitiv, ja. Okay. Wenn du ein bisschen mehr irgendwie Zeit noch weiter da verbringst, wirst du... Ich würde da sehr viel Zeit verbringen. Also meine Schar bräuchte eigentlich nicht davon ausgehen, mich im Laufe des Tages irgendwie wiederzusehen. Also wenn nicht wirst du gegen sie in den späten Abendstunden dann auf noch eine extra Information stoßen, und zwar, dass das Ding wohl vor kurzem sogar mal im Besitz des Ramils-Ordens war.
Und dann findest du ein geheimes Dokument, was irgendwie während der Anklage gegen Kaliel auch vorgebracht wurde, aber was halt in den offiziellen Anklageschriften irgendwie nicht auftaucht. Aber Kaliel scheint im Himmel in Prag hohe Würdenträger der ramelitischen Kirche angegriffen und verletzt und getötet zu haben und das Ordensbuch der Ragoliten gestohlen zu haben. Ich ärgere mich noch mehr, dass ich mir nicht mit Kalia sprechen konnte. Arg! Also gestohlen in Anführungsstrichen, weil er ist ja Ragolit. Eigentlich gehört es ihm, ja. Aber naja. Ja, aber es war im Besitz meines Ordens. Verdammt. Ja. Okay. Gleichzeitig noch die Information, dass man mit den Dingern nichts anfangen konnte. Also mit dem Buch nichts anfangen konnte. Oh. Was? Warum? Mist. Das steht da wiederum nicht. Gut. Finde ich in den Berichten von den Privatpersonen Hinweise darauf, dass es Bewegungen von Schrottbaronen oder bekannten Ketzern in die Region gab? In Ragulsland? Nach Ragulsland? Das sind Vermutungen, dass sich da Schrottbarone jetzt organisieren, ja. Okay. Es ist halt immer das Erste, was die Menschen die scheinen dazu zu neigen. Wenn sie von der Kirche abfallen, dann lassen sie sich meistens als allererstes irgendwie mit verbotener Technik, verbotenen Schriften und vorsinnflutlichen Sachen ein, die ihnen nicht gut tun. Okay. Gut. Ja, und dann würde ich die Nacht noch einige Stunden damit verbringen, nach Kreaturen von der Region, vor allem noch mal irgendwie in den Gewässern, die wir zu überqueren haben, ob es da irgendwelche speziellen Sichtungen gibt, was uns gefährlich werden könnte, weil wir haben ja einen echt weiten Überflug vor uns. Wir werden ja irgendwie einen ganzen Tag oder länger fliegen müssen. Und ja, durch die Sintflut sind halt die Meerpassagen zwischen Skandinavien und dem Festland Europa wesentlich größer und breiter, als es heutzutage der Fall ist. Und wenn da das Fegefeuer so nah ja war, ob da irgendwelche neueren Traumsaatkreaturen, die sonst nicht so bekannt sind, unterwegs waren. In der Tat ist die Seepassage zwischen dem Festland und Raguelsland relativ sicher. Zumindest kannst du das den Dokumenten entnehmen. Da scheint auch reger Austausch und so stattzufinden. Also da ist eine Schifffahrtsroute ziemlich gut und stark etabliert. Dann würde ich die auf der Karte mit eintragen. Kannst du machen, ja. Weil das wäre ja, wenn wir irgendwie in den Sturm geraten oder Pause machen müssen, dann haben wir auf der Ebene, auf der Route die beste Chance, ein Schiff zu finden zum Landen. So als Notfalldings. Ja. Gut. Kannst ja auch deinem Michaeliten vorschlagen, ganz mit dem Schiff zu fahren. Ich glaube, das will sie nicht. Sie fand ja schon die Idee mit dem Inselhopping nicht gut. Und sie ist auch nicht glücklich darüber, dass wir hier jetzt nochmal einen ganzen Tag verbringen. Tja. Genau, also das wird meine Tagesbeschäftigung sein. Gut. Naja. Dann ist Zitari den ganzen Tag alleine. Obwohl Daniel kommt ja irgendwann zurück. Sauer, du müsstest ja jetzt im Quartier auf sie warten, ne? Aber hast du noch was schon was? Oder sollen wir noch ein bisschen zu Lyril und Inariel rübergehen? Kommt drauf an. Also Zitariel steht danach erstmal so ein bisschen verloren in diesem Flur rum. Ja, wenn ich jetzt ganz genau wüsste, wo mein Quartier war. Weil wir sind doch etwas öfter abgebogen. Auf dem Weg zu wo auch immer. Und dieses ganze Bürokratiegespräch, naja. Und dazu das ständige Summen im Kopf. Alles nicht so einfach hier in diesem Film. Das Summen ist in der Tat auch nicht nur im Kopf. Ne? Also es ist halt einmal das für dich halt das Anstrengende, dass du den Gedankenkanal nicht aufrechterhalten kannst, so spiellos wie sonst. Aber das Summen ist real. Stimmen. Naja, und die Stimmen, die, sobald ich den Gedankenkanal aufmache, von links und rechts auf mich einströmen. Ja.
Ansonsten, ja, würde sie sich dann auf die Suche nach ihrem Quartier machen und das wahrscheinlich irgendwann finden, nachdem sie vielleicht in ein oder zwei Schulungsräume gestolpert ist, aus Versehen. Weil Orientierung ist nicht unbedingt ihre Stärke, vor allem wenn sie halt nicht geistig auf der Höhe ist. Richtig. Wo ist der eigentlich? Auf jeden Fall komme ich dann irgendwann in unserem Quartier abend und sehe dann Daniel. Sind die Inariel und Lyriel immer noch nicht wieder zurück? Es kann doch nicht so zu besorgen. Sie sind bisher nicht zurückgekehrt. Wer weiß, vielleicht haben sie größere Probleme, sich in der Stadt zu orientieren, als Inariel gedacht hat. Allein der Gedanke, dass ein Urelit sich verlaufen könnte. Sehr gruselig. Naja, normalerweise orientieren sich Ureliten aber an festem Boden, der sich nicht bewegt. Also, er hat einen Punkt. Also, wie genau die das machen, weißt du in der Tat gar nicht als Michaelitin. Es ist einfach, dass die schaffen es einfach, immer den Weg zu finden. Also, Daniel hat vor kurzem erst einen Gabrieliten gesehen, der an seiner Paradedisziplin gestorben ist. Für den ist das äußerst naheliegend, dass auch ein Urielit sich verlaufen kann. Ja. Jetzt gerade wahrscheinlich gut. Das sind sehr stichhaltige Argumente. Cetari würde einfach nochmal versuchen, die anderen zu erreichen, auch wenn es ihr wahrscheinlich jetzt danach sehr dreckig gehen würde. Ich würde einfach mal sagen, zieh mal eine Karte wegen den Interferenzen, ob sie das überhaupt hinkriegt. Okay. Weil so wie du es beschrieben hast, ist das eine Herausforderung. Mhm. Und weiß es schon. Mhm. So. Das erste Arcanum, die Kirche in umgedrehter Bedeutung, strenge Schwäche, Unentschiedenheit. Ja, wunderbar. Dann wird es sehr dauern. Sie wird sich zwischenzeitlich hinsetzen und anfangen tatsächlich zu meditieren und halt einfach alles an ihrer Gedankenkraft, was möglich ist, fokussieren. Und irgendwann wird man wahrscheinlich so ganz, ganz leise in Inariels und Lyriels Kopf eine Stimme hören können. Ist alles in Ordnung bei euch? Was macht ihr denn gerade? Ja, wir sind doch wahrscheinlich gerade bei dieser Statue, hatten uns die ja angeschaut. Und ich wollte auch gerade tatsächlich Lyriel mal fragen, ob wir wieder zurück wollen. Und also schaue ich noch so auf die Statue und überlege im ersten Moment, ob vielleicht dieser Ramielita zu mir spricht, diese Statue, das kann ja auch sein. Aber nichtsdestotrotz ist die Antwort, ja, alles in Ordnung. Ja, alles bestens. Du kriegst das Bild von meiner Hand, in der stolz ein Angelhaken gehalten wird. Okay, ich werde paranoid. ganz offensichtlich werde ich paranoid. Es scheint ja alles glatt gelaufen zu sein. Ich sollte vielleicht anfangen, meiner Schar mehr zu vertrauen. Nee, lieber nicht. sie wird sich dann wieder konzentrieren und dann kommt die Stimme halt nochmal. Dann kommt zurück. Wir ruhen uns heute aus und morgen früh geht es direkt weiter, wenn Liberiel fertig gelesen hat. Ja, alles in Ordnung. Wir sind gleich da. Du brauchst dich nicht anstrengen. Ist gut. Und dann würde sie sich von ihm zurückziehen. Und dann einfach nochmal versuchen, ob sie irgendeine dieser Stimmen abfangen kann, die halt um ihren Kopf herumschwirren, die sie aber nicht greifen kann. Und sich halt da für den Rest der Zeit halt wirklich absolut drauf fokussieren und sie ist nicht mehr ansprechbar. Also Engelsstatue und geistig halt hochkonzentriert. Ich würde sagen, da kann man auch wieder eine Karte für ziehen. Ne?
14. Arcanum, die Traumsaat, aufrechte Bedeutung, Einheit, Anpassung, Integration, Synergie, Gleichgewicht, Einigkeit, Erfahrung, Konfliktlösung, Symmetrie, Kombination, Abstimmung, Koordination und Selbstbeherrschung. Das passt doch gerade super gut in diese Szene. Ich würde sagen, das ist doch perfekt. Ja. Anscheinend schaffe ich es, mich in das System zu integrieren und eine Synergie zu erstellen, was auch immer das jetzt heißt. Was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Nee, also das wirst du nicht schaffen, weil dir dafür die Voraussetzungen fehlen. Du bist halt einfach kein Rahmen. Aber du wirst irgendwann aufhören, dann dran zu... Also am Anfang waren es für dich ja Stimmen. Mhm. Und wenn du dich jetzt darauf einlässt und versuchst, die zu kontrollieren in einem gewissen Maß, merkst du irgendwann, dass es keine Stimmen sind. Sondern es ist ein Geräusch eher, was dann in der Kombination und in der Vielfalt, weil es sind mehrere Geräusche, sich dann irgendwann wie ein Stimmenbrei anhört. Und vielleicht passt eins, wenn du eins der Geräusche rausfiltern willst, dann stell dir mal dieses so ein, ich weiß nicht, ob du das noch aktiv mitbekommen hast als Feder im Jugendalter, aber so ein altes Modem-Geräusch vor. Ja, die kenne ich. Oh, ist das hässlich. Oh. Ja, und davon stell dir jetzt ganz viele verschiedene durcheinander vor und dann hast du so dieses Stimmgewirr, was vorher war. Okay, jetzt weiß ich, warum Cetarel in der Verfassung ist, in der sie gerade ist. Das ist ja furchtbar. Okay. Ja, sie hört dann auch irgendwann auf, weil sie wieder verstärkt Kopfschmerzen kriegt und... Oh. Diese Stadt ist furchtbar. Nariel und Lyriel in der Stadt werden sich ja auf den Rückweg machen, haben sie ja gerade gemacht. Geht ihr zu Fuß durch die Leute durch oder hebt ihr einfach ab und fliegt über die Leute hinweg irgendwie zum Turm zurück? Nein, fliegen. Brauchen wir jetzt eigentlich was? Weißt du, Lyriel, was ich mich eigentlich gefragt habe? Wir haben jetzt diesen Angelhaken. Ja. Damit können wir mit viel Geduld einen Fisch fangen. Ja. Guckt zurück zum Wasser, zu dem Fischer, dem wir so einen Haufen Fische gegeben haben. Ich kann die auch einfach wieder rufen. Stimmt, aber die Menschen können das nicht. Du meinst einen Angelhaken für die Menschen in Ragulsland? Ich dachte, das wäre für Reiseproviant oder so. Aber ein Thema Reiseproviant. Ich glaube, wir beide könnten noch mal unsere Rucksäcke und so durchschauen, ob wir jetzt alles haben oder ob wir hier im Himmel vielleicht noch was besorgen können. Also ich weiß nicht, was man hier alles tun muss, damit im Himmel was besorgt wird. Vielleicht muss man dann noch mal seinen Namen nennen und dann wird wieder aufgeschrieben, was man möchte. Und oh, erinnere mich nicht daran. Oh je. Ja, wahrscheinlich müssen ganz viele Personen ganz viel aufschreiben. Oh, jedes einzelne Reiskorn, nein. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt durch ein Fenster wieder reinfliegen? Ohne, dass wir unseren Namen genannt haben. Ich glaube... Oh je. Ich glaube, dann stürzt einfach der Himmel zusammen und alle verzweifeln. Oh, das muss schon mal jemand gemacht haben. Der ist ja leicht schräg. Ja. Aber ich glaube, wenn wir jetzt auf der anderen Seite durch Fenster reinfliegen, wird das die Schräglage nicht heilen. Nein, ich glaube auch nicht. Gut, dann lass uns erstmal zurück. Dann können wir noch vorbereiten. Mhm. Vielleicht kann ich ja noch mal in einen Kartenraum oder so. Ich meine. Bestimmt. Nach sehr viel Papierkram. Ja, die Bücher interessieren mich nicht so. Aber die Karten. Vielleicht haben die alte, neue Karten vom Ragwitzland. Ja, ich meinte, dass du bestimmt überall deinen Namen sagen musst. Nein. Ganz oft. Also. Gut, das kann ich machen.
Vielleicht könnte man den sich aufschreiben und vor sich hertragen. Das könnte helfen. Dann weiß jeder, wie man heißt. Zumindest hier, wo die Leute lesen können. Na dann, lass uns zurückfliegen. Machen wir. Ihr seid schon alle voll verdorben. Alle wollen was aufschreiben immer. Aber jetzt erinnere ich mich gerade, wie der eine reagiert hat, als Nyriel in Roma Aeterna irgendwas mitgeschrieben hat, was er gesagt hat. Mhm. War nicht so begeistert von. Ja, okay. Gut, wir fliegen jedenfalls zurück. Hello, my name is Inariel. Can I talk to you? About our savior and lord. Ja, dann oben zur Plattform und dann wieder zu den beiden Monarchen, die da stehen. Wir sind wieder zurück. Ich bin Inariel. Ah. Und ich bin Lyriel. Orden? Uriel. Guck so, schmustert dich. Passt. Ich gucke auch so, ich habe wahrscheinlich irgendwo eine Banderole mit dem Ortszeichen. Raphael. Man erkennt es einfach auch an deiner Kleidung und deiner Art und an den Skriptura und Tätowierungen. Wenn ich dann reingehe, offensichtlich erkennt man das doch nicht so genau. Vielleicht passt das auch mit dem Namen nicht. Sie müssen vielleicht fragen. Ich meine, jeder erkennt, dass ich ein Urielit bin, oder? Eigentlich schon. Und ich gucke so auf meine Finger. Der hat schwarzen Fingerspitzen. Orden? Ich habe das doch eigentlich schon gesagt. Ich habe eben gesagt, gehört. Entschuldigung, Raphael. Passt. Na dann, lass uns zu der Zelle. Und dann schauen wir erstmal durch, was wir an Sachen dabei haben. Mhm. Ob wir was verloren haben und dann. Ja, in der Zelle seht ihr dann den meditierenden Daniel, weil der sitzt ja da. Ja. Und Zitariel hoch und runter wandernd und sich schwer in die Stirn reibend. Nur Libiril ist nicht da. Ja. Anne sieht ein bisschen angepisst aus. Ich schau mal, ist Zitariel? Ja. Ah, oh, ihr seid wieder da. Ja. Ja, mein Angelhaken. Sehr gut. Wir haben auch nur einen halben Tag dafür gebraucht. Effizienz wird hier Nein, 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 das lassen wir ganz bewusst unter den Tisch fallen. Das sind die kleinen Dinge. Ja, das ist eine gute Frage, die hier gerade ist. Das stimmt, also, die Narie ist natürlich nass. Du siehst so, wie nasse Fußspuren reinträgt und die Flügel auch noch so ein bisschen. Die gehen tatsächlich, aber es ist noch so ein paar Wassertropfen glänzen auf den braunen Schwingen. Durchs Fliegen wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Ja, da die Luftfeuchtigkeit hier auch generell super hoch ist, deswegen wird das auch schlecht trocknen draußen. Warum bist du nass? Weil ich... Ich habe was rausgefunden. Da sind Ketten im Wasser. Ziemlich viele, das sind ziemlich... Ankerketten. Was? Wenn sie an Schiffen hingen, heißt das Ankerkette. Nein, 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 nein. Die waren nicht an Schiffen. Die waren an... Am Land. Ziemlich groß, so größer als ich. Also so ein Kettenglied. Zweimal zu. Vielleicht ziehen sie damit, werden in der Nacht da die Stadt umhergezogen. Ich glaube, dass das so ist.
So große Kettenglieder gibt's nicht. Ist er auf den Kopf gefallen? Nein. Nein, er war nur unter Wasser. Ich kann es... Ziemlich lange übrigens. Ziemlich lange. Ich kann es dir zeigen. Also, vielleicht nicht hier im Himmel, vielleicht morgen. Nein, nein. Nein, nein. Oh, ich werde das bereuen, aber zeig es mir. Ich klinke mich mal bei ihm ein. Versuch die Modems auszublenden. Ja, dann erinnere ich mich an das, was ich erlebt habe. Wie ich, du siehst, wie ich von einem Boot ins Wasser springe. Wie ich dann hinabtauche in dieses, ja, sehr, sehr trübe, grüne, dunkle Wasser. Es ist kalt. Und dann sehr schnell und tief hinuntertauche. Spürst, wie ich die Arme und auch die Flügel ein bisschen dazu nutze, um mich fortwärts zu bewegen. Und dann siehst du irgendwann durch diesen trüben Schleier diese großen, gigantischen Ketten etwas unter mir noch. Und die auch überwuchert sind von Seegras und Zeug. Die kreuz und quer sind auch viele. Und dann spürst du so ein bisschen diese Neugier und wie ich dann tiefer tauche und tiefer. Und dann spürst du es auch in der Brust schon, dieses Gefühl von keine Luft. Und du siehst, wie ich diese Ketten begutachte und wie ich auch daran ziehe an einer, was natürlich total albern ist. Ich kann sie gar nicht so richtig umgreifen, weil sie ziemlich groß ist. Und dann, als mir das Wasser, die Luft ausgeht, wieder hochkomme. Dann ist das jetzt wohl so. Sagst du das? Ja. Du bist dir nicht sicher, zu wem sie es sagt. Es könnte im Moment zu allen vier im Raum sein. Sie selbst eingeschlossen. Ja, das ist so. Das ist wahrscheinlich auch ziemlich lange schon so. Mhm. Warum wolltest du zum Boden des Sees? So, was war der Initialgedanke für mich, Urieliten? Wissbegier. Oder einen vernünftigen Rameliten abgeben. Obwohl, nein. Ich meine, es bewegt sich hier alles und irgendwas musst es ja bewegen. Ich hab's gefunden. Ja, aber so große Ketten kann man nicht bewegen. Ich nicht. Selbst wir können das nicht. Aber es gibt auch keine Steine, die leuchten, außer es ist ein Wunder von Ramiel. Und da im Flur gibt es Steine, die leuchten. Das ist ein Wunder. Wahrscheinlich ist es genauso ein Wunder, dass diese Ketten bewegt werden. Gott kann diese Ketten bewegen. Kein Mensch und kein Engel kann das. Sag nur Liberia nichts davon, bis wir morgen weg sind, ja? In Ordnung. Gut. Dann sollten wir uns jetzt ausruhen, damit wir morgen wirklich hier loskommen. Ja, vielleicht, wenn Gott gnädig ist, kommen wir dann wirklich irgendwann mal bei unserem Ziel an. Aber nur vielleicht. Natürlich kommen wir an. Ich werde uns führen. Ich wollte mit Lyriel nochmal unsere Sachen überprüfen, ob uns jetzt noch was Wichtiges fehlt. Und ansonsten würde ich einmal fragen, ob ich in irgendeinen Kartenraum kann. Es gibt den öffentlichen Teil der Bibliothek. Aber darüber hinaus sind wir in keinem weiteren Bibliotheksteil zugelassen. Gut, dann werde ich da fragen, ob es da Karten gibt, wenn ich darf. Von mir aus gerne. Gut,
Dann wird von Daniel, wird dann in dem Moment kommen. Ja. Von Daniel wird dann in dem Moment kommen. In dem Kartenraum wirst du keine Karte finden, die du nicht schon gesehen hast. Oh. Das kann sein, aber ich bin neugierig. Vielleicht gibt es ja doch eine. Immerhin ist das hier der Himmel der Rahmen. Mieliten, die haben viel Zeug auf Pergament und Papier. Ich habe mir die Informationen über Traumsaat angeschaut. Sie haben alles. In den Büchern, die wir sehen dürfen, steht nichts, was ich nicht in meiner Ausbildung auswendig lernen musste. Gut. Dann kann das sein, dass ich die Karten auch alle kenne. Aber weißt du, ich mag Karten. Ich gucke sie mir auch gerne nochmal an. Keine Ketten. Keine Ketten. Nicht hier drin. Nicht bevor wir Prag verlassen haben. Gut. Streiche das Wort Ketten aus deinem Wortschatz. Ich sehe schon vor mir, wie Narin jetzt alles aus Versehen mit Ketten sagt. Weil er es nicht so. Karten meine ich. Haben Sie einen Kartenraum? Ja, ich schaue tatsächlich einmal durch unser Gepäck, aber ich glaube, wir waren ziemlich gut aufgestellt. Wenn ich das in Erinnerung habe, haben wir, glaube ich, alles. Wir hatten ja extra auch aus Roma Eterna noch was mitgenommen und so. Ja. Aber trotzdem nochmal reingucken. Ja. Alles sortieren und dann mache ich mich auch auf den Weg in die Bibliothek. Ist in der Tat in der Bibliothek so, dass du da nichts findest, was du nicht schon mal, also genau das, was Daniel gesehen hat, gesagt hat. Naja, dann schaue ich trotzdem ein bisschen. Muss ja irgendwie die Zeit rumkriegen, bis die Berie wieder da ist. Einer der Bibliothekare kommt dann irgendwann, stellt sich so hinter dich und macht so. Blätter weiter durch die Karten. Entschuldigung. Ja. Ich bin Inariel. Pedro. Hallo Pedro. Von welcher Schar bist du? Wir sind gestern Nacht hier angekommen. Unsere Michaelitin heißt Citariel. Und alle Karten gefunden, die du suchst. Das weiß ich nicht. Ich habe noch keine gefunden, die ich nicht selber schon einmal gesehen habe. Nickt. Aber es ist eine gute Sammlung. Darf ich fragen, warum du Karten hier suchst? Wir brechen morgen auf nach Raguelsland. Du warst nicht so gut in deinem Orden Karten. Doch, ich habe sie alle im Kopf. Warum suchst du dann hier? Es hätte sein können, dass ihr eine neue Karte habt, die ich noch nicht kenne. Eine Karte, die ein Engel des Uriel nicht kennt. Vielleicht. Wenn ich jetzt, wenn Pedro, wenn ihr jetzt eine Karte zeichnet, dann kenne ich sie nicht. Wieso sollte ich das machen? Das weiß ich nicht. Was sollte ich denn von der Karte zeichnen? Könnte eine Karte von meinem Quartier zeichnen, aber die kennt ihr das ja auch schon. Kenne ich? Sind die Karten von jedem Quartier? Ja, im Prinzip, wenn man es runterbricht, schon. Ne?
Das sind die offiziellen Karten von den Himmeln hast du. Ja. Ich dachte auch immer, Ureliten brauchen gar keine Karten. Heute kam schon ein anderer Engel eurer Schar und hat echt komische Dinge gesagt. Ist irgendwas, läuft da draußen irgendwas, das wir noch nicht wissen? Nein, also, ihr seid ja im Ramielitenorden, ihr wisst alles. Ja, der Orden weiß alles, aber ich ja nicht. Ich darf auch nicht in die verbotene Abteilung rüber. Aber ich würde es gern wissen, wenn da draußen was läuft, was es nicht was neu ist. Ich weiß ja jetzt nicht, was ihr wisst und was ihr nicht wisst. Also, dein Engelsgenosse, Bruder, hat gesagt, dass er bestimmte Traumsatzsachen nicht kennt. Und jetzt kommst du und sagst, du kennst Karten nicht. Ist da irgendwas faul Karten mit euch Engeln? Was? Nein. Als nächstes kommst du her und sagst, ein Raphaelit, der nicht heilen kann. Nein, es ist alles in Ordnung. Ich bin nur wissbegierig. Ich schaue mir die Karten an. Ich mag auch Karten. Und natürlich brauche ich diese Karten nicht, denn ich kann mich eigentlich ziemlich gut daran erinnern und ich kenne auch niemanden aus dem Orden, der sich nicht an Karten erinnern kann. Aber natürlich muss man sie erst einmal gesehen haben, bevor man sie kennt. Gut, das beruhigt mich. Dann war euer Gabrielit wahrscheinlich auch nur etwas durch den Wind. Dieses Summen ist etwas anstrengend für mich. Ja, Jemeriels Gesang. Schön, nicht wahr? Ich finde ihn ein bisschen anstrengend tatsächlich. Anstrengend? Es ist laut. Ja. Aber es zeigt, dass Jemeriel über uns wacht. Und das ist, kennst du auch die Gerüchte, wenn er aufhört, dann geht die Welt zugrunde. Das habe ich gehört, ja. Und von daher ist das schon sehr beruhigend, dass es da ist. Ja, wenn er weg wäre, dann wäre es halt schlimm, ja. Ja, hier sind viele Wunder in diesem Himmel. In deinem nicht? Doch. Es ist ein Himmel. Aber ich war noch nie in diesem. Es ist ein Himmel. Ja, das ist doch schön. Ich kannte zum Beispiel diese Lichter im Flur nicht. Ja, die sind komisch, ne? Für zu Hause, für meine Eltern auch gern sowas. Können sich keine Kerzen leisten. Oh, das ist schade. Vielleicht können Sie jemanden helfen, der Kerzen hat. Vielleicht. Weißt du, wenn man nämlich keinen Mana hat, dann kann man anderen Leuten helfen und kriegt dafür etwas. Ist das so? Ja. Meine Eltern haben mir gesagt, ich müsste hier helfen, damit sie Mana kriegen. Also müsste ich was machen, damit sie was kriegen. Können sie nichts machen? Wahrscheinlich sind sie alt und krank. Das tut mir sehr leid. Nein. Oh. Da können sie doch bestimmt jemandem helfen. Noch nie drüber nachgedacht. Bin ja auch schon länger hier. Haben sie keinen Beruf? Wie gesagt, ich bin schon etwas, also ich habe sie lange nicht gesehen. Und das ist ja schade, warum nicht? Ja, weil ich hier bin. Aber ich schicke ihnen immer Mana. Das freut sie bestimmt. Ja. Dann können sie sich Kerzen kaufen. Genau. Was mir aufgefallen ist, dass es sowieso nachts sehr dunkel ist hier. Als wir angekommen sind, haben wir keine Lichter gesehen. Ja. In anderen Städten ist das nicht so. Weißt du? Nicht? Nein, da ist es hell erleuchtet nachts, damit die Leute, wenn sie nachts auf der Straße sind, nicht stolpern zum Beispiel. Hier in der Stadt darf man ja auch kein Feuer machen, von daher.
Nicht? Das ist wahrscheinlich deswegen. Meine Eltern wohnen auf dem Festland. Da darf man das. Warum darf man kein Feuer machen? Weil das gefährlich ist. Gut zu wissen. Ich denke mir so, Daniel, lass dein Schwert stecken. Daniel, lass dein Schwert stecken. Also, ist dir noch nie aufgefallen, aus welchem Material alle Häuser hier bestehen? Aus Holz, wie die meisten Häuser. Mhm. Das brennt doch nicht einfach ab. Doch, ist es vor ein paar Jahren. Das hätte die Stadt beinahe vernichtet. Und es tut mir leid. Also das war noch vor meiner Geburt, aber... Na, dann sollten die Leute entweder lernen, wie man richtig mit Feuer umgeht. Das kann ich denen übrigens zeigen. Das habe ich auch gelernt. Wie man der Orden sagt, Leute, lasst das Feuer lieber weg. Oh. Gut, das werde ich mir merken. Kann ich sonst noch irgendwie helfen? Also ich kann jetzt keine neuen Karten bringen oder so, aber ich hätte da drüben ein Buch, ein gelbes über Frisuren. Was muss man über Frisuren wissen? Ich mag Frisuren. Dann zeig es mir. Geht mit dir zu dem Buch und gibt dir so einen gelben Schmöcker mit Ja, ich blätter mit ihm Anleitungen. Durch. Welche Frisur magst du? Schlägt Blätter so eine Seite weiter und zeigt so auf so eine hochgesteckte Frauenfrisur. Ich würde das mir stehen, oder? Guck ihn an. Hat halt total kurze Haare. Ich glaube, da musst du die Haare noch etwas länger wachsen lassen. Ja, das geht nicht als Monarch. Das ist schade. Aber vielleicht, wenn du das Buch so studiert hast, vielleicht kannst du ja jemanden, der lange Haare hat, die Haare einmal so zurecht machen. Ja. Hoffe, das mache ich irgendwann mal. Das würde mich für dich freuen. Das würde mir vielleicht auch helfen, wenn ich irgendwann einmal sagen könnte, ich hätte einen Engel schon mal eine Frisur verpasst. Ich blätter mal ein bisschen durch. Das sind halt Frauenhaarschnitte meistens. Oh, dieser Zopf gefällt mir. Kriegst du das hin? Oh, ja, den kriege ich hin. Gut, dann setze ich mich. Guckt sich dann um. Nein, in der Ecke. So ein seitlicher Zopf. Ja. Ein französischer Zopf. Ja, und dann, wenn Inariel zurückkehrt aus dem Kartenraum, können die anderen natürlich, dass sie gar die Haare komisch geflochten hat. Ja, die sind hier so an der Seite so nach hinten reingeflochten. Ja, Daniel hat auch lange Haare. Was meinst du, warum er gefragt hat eben mit dem Buch? Der hat das ja ignoriert. Vielleicht ja. Ich da rein mit meinen elendig langen goldenen Locken. Dann stirbt er erstmal ein Herzinfarkt von, oh, ich muss sie frisieren. Ja. Okay. Ja, ich komme dann wahrscheinlich so nach einer Stunde oder so wieder zurück. Ja, die Frisur hat lange gedauert. Er hat ganz lange durch das Haar gebürstet. Und Naja. Dann komme ich nach anderthalb Stunden. Du hast geziebt, weil es war ja noch nass. Dann werde ich zurückkommen und sagen, wusstet ihr, dass man kein Feuer machen darf hier in diesem Himmel? Das ist vielleicht für dich interessant, Daniel. Ist irgendwas mit deinen Haaren? Oh ja, Pedro hat sie mir geflochten. Das ist nett von ihm, oder? Das sieht hübsch aus. Ja, sehr hübsch. Und ich taste kurz an meinen Kopf, wo so ein wirklich mega unordentlicher Tod ist. So die Locken auch teilweise so wild abstehen. Und so.
Pedro mag gerne Haare flechten und zurechtmachen. Ja, jetzt lässt Skype mich auch entmuten. Wieso darf man hier kein Feuer machen? Ich weiß nicht. Das liegt vielleicht daran, dass... Wie alt mag ich Pedro schätzen? Vor bestimmt mehr als 20 Jahren einmal alles abgebrannt ist. Passt, ja. Deswegen hat der Himmel gesagt, dass die Menschen lieber kein Feuer machen sollen. Ich guck mal kurz raus. Ist wahrscheinlich alles aus Holz. Wie war das nochmal in Nürnberg? Auch Holz oder war das... Nürnberg hat sehr viel Stein auch, ja. Deshalb bauen wir in Nürnberg aus Stein. Holz brennt nun mal. Ich habe so viele Dörfer gesehen, die aus Holz sind, deswegen brennt doch nicht alles ab. Wenn man sich mit Feuer auskennt, dann passiert das nicht. Ja, in so einem Dorf. Na gut, ich sag jetzt so. Man muss diesen Leuten jemand beibringen, wie man mit Feuer umgeht. Ja, das habe ich auch gesagt. Und da hatte er was gegen? Er hat gesagt, dass der Himmel das untersagt hat. Wahrscheinlich sind extra deswegen diese Wunder gewirkt worden, damit man keine Fackeln braucht. Die Ramieliten sind schon sehr seltsam. Der eine hat erzählt, man soll zwischen den Zeilen lesen. Aber da steht nichts. Wie kann man dann dazwischen lesen? Er hat gesagt, ich soll Liberiel fragen. Tja, die ist immer nicht da. Schon den ganzen Tag verschollen. Dann musst du das später machen. Ja. Möchtest du dir auch die Haare flechten lassen, Lyriel? Du starrst die Nariel die ganze Zeit an. Oh ja, mach mal so hübsch. Pedro kann das wirklich gut. Es hat doch ganz wenig gezielt. Oder traust du dich nicht, alleine hinzugehen? Ich weiß nicht. Ich meine, meine Haare halten doch so. Er hat ein Buch. Aber ein was ganzes ist denn mit Buch dir? Voller Frisuren. Ein ganzes Buch? Nur über Haare? Ja. Das ist sehr komisch. Kautz, der gesagt hat, man soll zwischen den Zeilen lesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die ganze Redewendung war, Daniel. Ich glaube, die ganze Redewendung heißt die Bedeutung zwischen den Zeilen lesen. Er hat gesagt, man soll zwischen den Zeilen lesen. Macht doch keinen Unterschied, oder? Wenn dann zwischen nichts steht. Das ist so typisch Daniel. So, wenn jemand sagt, du machst das so machen, dann macht man das auch so. So gut. Also, wenn du hingehen willst, Gloria, noch sind wir hier. Möchtest du denn auch hingehen? Vielleicht lenkt dich das ein bisschen von deinen Kopfschmerzen ab. Diese Stadt ist furchtbar. Na komm, dann lass uns hingehen und dann gibt es zumindest eine positive Sache für dich. Na gut. Bei deinen Haaren kriegt Pedro vielleicht auch seine Lieblingsfrisur in diesem mit. Warum sollte man sich so etwas machen? Ich weiß nicht, ich kann das ja jetzt nicht so zeigen. In dem Buch wir steht gehen das. Einfach in das Buch schauen und dann können wir uns ja entscheiden. Mhm. Na gut, stellt nichts an. Und dann tapern wir los in Richtung Bibliothek. Schrägstrich Friseursalon. Einmal alle Engel durchgenommen. Bibliothek Schrägstrich Friseursalon. Genau. Ja. Ja, dann ist es ja schon irgendwie im fortgeschrittenen Abend und irgendwann musste Liberiel dann ja auch mal zurückkommen.
und tapert so durch die allgemeine Bibliothek durch, weil das auf dem Weg liegt, und sieht dann einen Bibliothekarsmonarchen in einer Ecke mit Lyriel und Zitariel, und der wackelt an deren Köpfen rum. Und als er dich dann sieht, so, oh! Ich komme erstmal näher, unsicher, ob ich richtig gucke, weil die Frisur kenne ich von meinen Mitengeln nicht. Ja, Zitariel hat so eine Art Bienenkorb auf dem Kopf. So die Haare sind komplett hochgesteckt. Nein. Wenn er mir sowas andrehen wollte, dann kriegt er von mir den bösen Michael. Es gibt leider keinen Spiegel da, von daher wird es erstmal nicht mehr merken. Er wird ja zeigen, was er machen wollen aus dem Buch. Also, Zitariel möchte was Praktisches. Ja. Ich sage jetzt einfach mal, der macht das trotzdem, weil ihm das so gefällt und das die einzige Möglichkeit ist, das zu machen. Okay. Und Lyriel sitzt die ganze Zeit. Ja. Kann den Kopf nicht drehen, was ist so lustig? Was hat da Lyriel verpasst? Wahrscheinlich ist er gerade erstmal überhaupt noch dabei, Lyriel zu kämmen, weil er. Das muss dringend abgeschnitten werden, sagte. Ja, also wird dir wahrscheinlich das Lachen auch noch vergehen. Wie wenn kommt denn der Zweig hier in das Haar? Der war bestimmt sehr wichtig. Das ist vom letzten Jahr. Zitariel, bist du das? Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Was ist das? Also für ein Fest wäre das eine hervorragende Frisur. Ist noch nicht fertig. Dann ich kann eh eine Pause was Praktisches, brauchen. Was ganz... Ja, ich wollte etwas Praktisches, was mir die Haare beim Fliegen aus dem Gesicht und der Rüstung hält. Ja, definitiv, das wird definitiv, definitiv die Haare aus dem Gesicht und aus der Rüstung halten. Wie viel Zuckerwasser hast du da reingemacht? Zuckerwasser! Läuft irgendwie aus dem Raum raus. Ich gucke Liberiel böse an. Was setzt du ihm für Ideen in den Kopf? Na, sonst hält es nicht gescheit. Ich will aber gar kein Zuckerwasser in meinen Haaren. Danke, nein. Es beginnt fast schon wieder so, sich die Dinger aus dem Kopf rauszuziehen. Das war eine furchtbare Idee. Was mache ich hier eigentlich? Bei Lyriel hat er so die eine Seite so, also so einen typischen so einen 2000er Anfang Undercut gemacht. Okay. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und was? Inariel. Eigentlich, er würde nur flechten und nicht schneiden. Inariel, frag nicht. Ach, war das Ziehen in deinen Flügeln, wo du sagtest, irgendwas stimmt nicht? Nein, war es nicht. Aber jetzt hilf mir das hier wieder loszuwerden. Ich glaube, das funktioniert nicht. Warte, halt still. Ich versuche dir zu helfen. Ja. Ja, ich versuche dir diese, wie auch immer er wahrscheinlich die Haare hochgesteckt hat. Mit was für seltsamen Drähten, die versuche ich rauszufriemeln. Genau, Drähte hat er benutzt, ja. Gut. Ja. Oder kleine Bändchen oder so, wer weiß, weil Haarnadeln gibt es sicherlich nicht. Doch, Haarnadeln. Aber nicht solche, wie wir heute haben, aber schon irgendwie sowas. Holz. Ja. Okay. Oder Bein. Ich sollte mich jetzt noch ausruhen für den Flug morgen. Das sollten wir alle. Wollen wir noch in die Kathedrale gehen? Gemeinsam beten. Ich meine, wir haben
in Nürnberg nicht wirklich Zeit dafür gefunden und ich glaube, die Kirche dort ist auch nicht sonderlich hübsch. Das ist eine gute Idee. Und wir sollten uns vor dem langen Flug vielleicht noch einmal über das unterhalten, was wir in den Bergen gesehen haben. Ist wieder Daniel, Inarie, wir wollen in die Kathedrale zum Beten. Kommt doch bitte zur Bibliothek, damit ihr euch uns anschließt. Ja. Hörst du eigentlich auch die ganze Zeit dieses merkwürdige Pfeifen? Du meinst das Summen? Nein, nicht das Summen. Dieses... Das klingt ungesund. Lyriel? Ist sie gesund? Oh, ich glaube, jetzt habe ich die Haarnadel noch mehr verstrickt. Tut mir leid. Au, au, au. Also nach meiner letzten Untersuchung, oder bei meiner letzten Untersuchung war sie gesund. Lyriel, du bist mit solchen kleinteiligen Sachen viel besser. Ich glaube, ich mache das nur noch schlimmer. Au! Ja, warte. Und ich feg so die abgeschnittenen Haare von meinen Schultern. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Lyriel ist so immer so super süß und klein und unschuldig und jetzt hat sie einen frechen, punkigen Undercut. Oh Gott. Ja, das passt genau zu ihrem Charakter. Wieso? Sie hat doch eigentlich so den Heiligenschein und ist so süß und unschuldig. Egal. Ja, sie, wie gesagt, fegt sich die abgeschnittenen Haare weg und ja, fängt dann an, so wirklich... super geduldig und man merkt ihr da wirklich die Gärtnerin an, so ganz, als würde sie einfach irgendwelche Bodendecker auseinanderpflügen, also die Wurzeln so auseinandernehmen und so. Und dann merkst du, wie halt nach und nach die, also dieser Zug an deinen Haaren quasi nachlässt, dieses Ziepen und Zerren und ja, und dann warte kurz und dann nimmt sie nochmal die Bürste und kämmt die halt nochmal richtig aus. Danke. Die Mona, ich würde sehr enttäuscht sein, glaube ich. Deswegen sollten wir nicht mehr hier sein, wenn der Bibel da ist. Raus hier. Ja, ich denke mal, dann kommen wir auch dazu. Dann kommen wir auch dazu. Ja. Ich schaue, oh, hast du gar nichts machen lassen mit deinen Haaren? Nein, nein, nicht mein Stil. Und außerdem tut das sehr weh. Oh, bei mir ging das. Aber das, Lyriel hat einiges. Tada! Das sieht hübsch aus, Lyriel. Dankeschön, ich werde rot. Und wahrscheinlich habe ich mittlerweile halt einfach trotzdem wieder den Dutt gemacht, wodurch man den Undercut halt jetzt voll sieht. Kathedrale. Wo lang? Da. Ja. Dann los. Dann, ja. Du bist gemutet. Zitariel, kommen im Gehen noch die Vorschriften der Michaeliten, wie man eigentlich seine Haare zu tragen hat, nochmal in den Kopf, weil eigentlich trägt sie ihre Haare ja sowieso falsch. Ja, total. Eigentlich sollten die hier abgeschnitten sein. Mhm. Und sie hat ihre wirklich langen Locken halt wirklich bis weit über den Rücken behalten. Peter. Was äußerst unmöglich ist für einen Michaeliten. Der arme Petro. Ja, echt mal, wir sind wirklich alle Montagsproduktionen. Michaeliten mit viel zu langen Haaren. Daniel nicht. Wieso? Der wollte Daniel lesen. Genau, der denkt zu viel. Der kann lesen. Oh, Liberiel, ich habe eine Frage. Warum darf man hier kein Feuer machen? Der Himmel ist eine einzige Bibliothek. Bücher und Feuer, das geht nicht zusammen. Aber auch im Dorf nicht. Ja, weil alles aus Holz ist. Auch wenn zwar der Nebel alles irgendwie feucht hält. Aber stell dir mal vor, das Feuer breitet sich aus und greift auf den Himmel über. Unschätzbares Wissen. Über Jahrhunderte gesammelt, alles geht verloren. Verstehe. Gut. Das ist doch völlig logisch.
In Ordnung. Ich gucke Daniel an. Siehst du? Das Schwert stecken lassen. Auf jeden Fall. Solange hier keine Gefahr ist, brauche ich mein Schwert nicht ziehen. Du kannst es ja ziehen, aber nicht anzünden. Ja. Haben wir alles, was wir brauchen? Ich denke, muss aus der Küche noch neue Trockenfrüchte und Nüsse holen. Oh, gut. Und ich brauche noch neue Kleider. Ich vermisse das Blau. Ich dachte, es ist erstmal wichtiger, das Wissen zusammenzutragen. Hattet ihr einen schönen Tag? Wie gefällt euch mein Himmel? Also, der Himmel meines Ordens, natürlich. Also, Lyria, während wir so spazieren, Lyria und ich waren ja unten in der Stadt. Da keine, haben wir mit einem Händler gesprochen. Keine Kette. Der wollte uns erst gar keinen Fisch geben, weil wir kein Mana dabei hatten. Aber Fisch könnt ihr doch auch in der Küche bestellen. Nein, kein Fisch. Ich meine Angelhaken. Das haben wir nicht für Mana bekommen. Naja, weil wir haben jemandem geholfen und dann haben wir einen Angelhaken bekommen. Und dann war. Dann war da so eine große Baden. Statue. Ja, das auch. Und dann war da eine große Statue, die war sehr interessant. Ihr wart baden? Ja, ich war baden. Das Wasser war bestimmt kalt. Ja. So kalt. Und wie hast du dich wieder trocken bekommen? Ich mustere dich ein bisschen neugierig. Naja, es ist schon ein paar Stunden her. Oh. Baden mit warmem Wasser ist viel schöner. Ja. Jetzt habe ich gerade so richtig diesen Geruch in der Nase, wenn man irgendwo in einem Fluss war und dann halt einfach nur wieder trocknet. Nach miefigen Klamotten, die am Körper trocknen und halt miefiges. Ich hatte meine Klamotten ausgezogen. Er war nackt. Ja, richtig. Nasse Federn. Okay, dann ja, trotzdem. Hast du deine Federn ausgebürstet? Ich gucke dann zu Lyriel rüber. Lösen die sich nicht vielleicht im Wasser? Du hast doch immer gesagt, es ist ganz doll gefährlich, wenn man irgendwo seine Federn verliert. Bevor wir das Fischerdorf betreten haben an der Küste, mussten wir alle unsere Federn und unsere Flügel bürsten und pflegen. Hast du das schon gemacht, Dinariel? Mhm. Machen wir noch. Ich meine, hier gibt es bestimmt auch viele Seevögel, oder? Hier gibt es so viele Seevögel, vielleicht würde es auch gar nicht so sehr auffallen. Aber vielleicht sollten wir uns trotzdem auch die Federgröße ist halt ein bisschen unterschiedlich. Psst, ich will sie gerade beruhigen. Willst den Wissensengel mit Falschinformationen beruhigen? Tiere sind nicht so ihr Spezialgebiet. Ja, eben. Genau, sie hat keine Ahnung von Flügeln. Ich bin kein Biologie-Engel. Das war Pandariel. Ich gucke trotzdem irgendwie skeptisch. Gucke dann so an meinem Flügel hoch, der ja wirklich riesig ist. Awesome. Unsere Flügel sind irgendwie größer als die von Möwen. Pedi, was? Pelikane? Die haben so große Flügel wie wir? Ja. Okay, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Naja, jedenfalls, vielleicht sollten wir uns einfach. Der in Europa so weit vorkommende Pelikan. Du hast gesagt, es ist auch wie in Asien vom alles gut. Thema her. Also, bitteschön. Nein, ich wollte ja aber sowieso gerade noch sagen, und zwar, vielleicht sollten wir uns trotzdem alle nochmal zurecht machen und pflegen, bevor wir abreisen. Vielleicht auch an. Ordentliches Bad nehmen, wenn das geht. Ja, es gibt hier Waschräume. Ich meine, wir waren zwar im Nürnberg, haben wir uns zwar gewaschen, aber das ist ja doch eher einfach gehalten. Ja, ich finde, man fühlt sich immer besser, wenn man sich vor einer Reise nochmal ordentlich wäscht. Vielleicht finden wir auch
Kleidung in den passenden Farben für euch, die nicht geflickt ist. Ich deute so an euch hoch und runter. Ja, immerhin müsst ihr einen guten Eindruck machen, wenn ihr da ankommt. Erst werden wir beten und dann werden wir uns waschen und währenddessen können wir ja jemanden beauftragen, passende Kleidung zu besorgen. Ja. Da, ja. Da vorne ist doch schon die große Tür. Ja. Dann schiebe ich die mal auf. Ja. Dann könnt ihr den Rest des Abends damit verbringen, im andächtigen Gebet natürlich zu verbringen. Ist es für Engel üblich, eine Beichte abzulegen? Wenn die das wollen, ja. Weil dann würde ich mir dafür mal einen Pater suchen. Hm? Und eine Beichte ablegen. Stellen wir uns so einen klassischen katholischen Beichtstuhl vor. Die Meryl zwängt sich mit ihren Flügeln da rein. Man sieht so den Eingang, sie steht im Grunde nur frontal drin, den Kopf gedreht, so der Vorhang, jemand sieht nur links und rechts die großen Flügel, die rausgucken. Geflügelter Beichtstuhl. Der Herr sei mit dir. Danke, Pater. Wir haben eine lange Reise hinter uns und es sind Dinge geschehen. Eine weibliche Stimme übrigens. Ist in Ordnung. Gibt es da eine spezielle Anrede? Ist okay. Wollte es nur nicht zu Klischee machen. Es ist ja, nicht zu sehr nach katholisch riecht hier. Sehr gut. Gibt es denn die Beichte bei den Evangelien nicht? Nicht in dieser Form. Okay. Das sind jetzt nur Seelsorgegespräche, ja. Von mir aus auch ein Seelsorgegespräch. Liberia hat ja doch einiges. Wir haben ja auch keine christliche Kirche. Genau, das ist ja die angelitische Kirche. Okay. Genau. Wir haben eine längere Reise hinter uns und es sind Dinge geschehen, die den Geist beschäftigen, die auf die Seele, die auf der Seele lasten, die Fragen aufwerfen. Und es ist nichts, was für die Ohren eines einfachen Monarchen gedacht sein sollten. Da es Zweifel sehen kann in den Herzen der einfachen Menschen. Euer Verstand, euer Herz, eure Seele ist für solche Dinge geschult. Daher möchte ich es euch anvertrauen. Was ist es denn? Engel können sterben. Es kommt so ein langer Seufzer von der anderen Seite. Und niemanden scheint es zu interessieren. Wieso sollte das niemanden interessieren? Allen, denen wir es gesagt haben, sagen mussten bei unseren Berichten, haben es ganz nüchtern aufgenommen, ohne Erschrecken, als wenn sie es gewusst hätten, aber uns nie etwas gesagt haben. Ich denke, du irrst. Dann erleuchtet mich. Erklärt es mir. Wo irre ich? Engel können nicht sterben. Wie nennt man es dann, wenn ihr Körper völlig zerstört ist? Dann ist ihre irdische Hülle vergangen. Aber ihre Engelsseele geht trotzdem zu Vater? Auch ohne das letzte Geleit, das sonst in den Himmeln gegeben wird? Ja, wohin geht die Engelsseele sonst? Nicht mit den Ehren, die der Seele wahrscheinlich zuteil geworden wäre, wenn sie den Ritus vollführt. Das heißt, die Seele löst sich vom Leib, den wir hier auf der Erde haben. Euer irdischer Körper ist nur eine Hülle, ja. Also stirbt nur die Hülle,
Nicht der Engel selbst. Die Hülle lebt sonst auch nicht. Sie ist sowieso nur fähig zu leben, weil ihr da drin lebt. Die Hülle wäre sonst ohne euch leer. Gut. Es hieß immer, wir könnten nicht sterben. Ich habe darunter immer verstanden. Ich habe darunter immer verstanden, dass auch unsere Körper nicht ohne weiteres zerstört werden könnten. Aber das macht natürlich dann Sinn. Eure Körper sind widerstandsfähig und es passiert äußerst selten, dass etwas stark genug ist, um sie zu brechen. Wir haben es gesehen, was stark genug ist. Vielleicht könnt ihr die übrig gebliebenen Körper bergen lassen, dass die Leiber, die unsere Seelen oder die ihre Seelen beherbergten, angemessen bestattet werden können. Wo sind sie denn? Sie liegen an den Alpen. In den Alpen. Ein Körper, der eines Ordensbruders, Pandariel, liegt in einer Höhle. Seine Verletzungen waren so schwer, dass wir ihn nicht mitnehmen konnten. Und warum ist dir die verlassene Hülle so wichtig, dass man sie aus einem schwierigen Gelände bergen muss? Weil sie gute Dienste geleistet hat und eine Gabe Gottes ist, in der wir hier gewandelt sind. Und dennoch ist sie nutzlos ohne den Geist, der sie beseelt. Das mag sein, aber es gibt Ausrüstungsgegenstände dort, die vielleicht geborgen werden müssen. Aber dich beschäftigt nicht die Ausrüstung. Nein, mich beschäftigt der Charakter des Engels, den wir getroffen haben. Es war erschreckend. Pandariel war sein Name. Es war erschreckend, es mit anzusehen. Und erschreckend, dass wir ihn nicht mitnehmen konnten und meine Raphaelitin ihn nicht heilen konnte. Unsere Michaelitin hat entschieden, dass er sterben muss. Dass wir ihn nicht mitnehmen und retten können. Dass seine Hülle sterben muss. Ja. Damit hat sie weise entschieden. Gut. Und wo ist jetzt der Gedanke, den du schlimm findest? Es hat mich erschreckt, die Seele eines Engels gehen zu sehen. Ohne den Ritus. Ohne die Verabschiedung. Ohne die Würden. Verständlich. Das sollte auch nicht so sein. Es hat mich traurig gemacht. Auch das ist verständlich. Was tust du dagegen? Außer mit mir zu reden. Gleich für ihn beten, nachdem ich mit euch gesprochen habe. Das ist sehr gut. Vater bitten, dass er, dass Pandariel bei ihm aufgenommen wird und vielleicht die Chance hat, hierher zurückzukehren. Er war ein guter Engel. Und er hat eine sehr wichtige Aufgabe. Wenn er das möchte, dann wird das sicherlich passieren. Er hat ja einen sehr guten Dienst getan. Davon bin ich überzeugt. Auch wenn er ohne all die Ehren zu ihm zurückkehrt, will ich, dass der Himmel weiß, dass Vater weiß, dass er sie trotzdem verdient. Auch wenn sie ihm nicht im Ritus gegeben wurden. Aber ich bin sicher, das weiß ich. Ich habe nur das Bedürfnis, ihm auch noch einmal zu sagen. Ja. Er wird dir sicher zuhören. Und das ist eine gute Sache. Mach das ruhig. Danke, Vater. Und für die Zukunft solltest du viel mit deinem Michaeliten reden, vielleicht über solche Sachen. Es ist ja nicht immer ein Beichtstuhl vorhanden.
Und sie sind dafür da, dir zuzuhören. Sind sie? Sind sie nicht da, um uns zu führen? Wie können sie sonst führen, wenn sie nicht wissen, womit sie es zu tun haben? Auch wahr. Wenn du deine Traurigkeit und deine Ängste versteckst und dein Michaelit nicht weiß, wie er dich einzusetzen hat, wird er falsche Entscheidungen treffen können. Wahrscheinlich wird er es nicht tun, weil sie sind begabt darin zu sehen. Vielleicht weiß dein Michaelit schon, worum es dir geht und du weißt es selber noch nicht so richtig. Bestimmt. Danke, Vater. Ich werde dann jetzt beten gehen. Mutter, danke. Ja, dann gehe ich so rückwärts wieder raus, wenn sie diesen Vorhang über mich drüber wandert. Ja, ich komme wieder raus. Ich sehe ein bisschen erleichtert aus, aber irgendwie, als wenn ich doch noch ein bisschen was, irgendwas noch auf dem Herzen hätte, was ich aber selbst im Beistuhl jetzt nicht kundgetan habe. Und werde dann mich zu meiner Schar zurückbewegen und mich dort im Gebet zu ihnen gesellen. Ja, und nach dem Gebet wolltet ihr generell noch mal miteinander reden, wenn ich das richtig verstanden hatte, ne? Ja. Austauschen für die Reise. Im Bad! Im Bad. Da sind wir ungestört. Nein. Wir gehen nicht alle gemeinsam ins Bad. Doch. Das spart Zeit. Und wir sind ungestört. Und warum weigerst du dich eigentlich die ganze Zeit mit anderen Leuten baden zu gehen? Das letzte Mal gab es im Bad eine Diskussion zwischen Daniel und Liberiel über Bücher. Ja. Das ist sehr abschreckend. Ja, das kann ich verstehen. Gut, wir können ins Bad gehen. Sie wirft dir einen langen, fragenden Blick zu. Ich werde rot. Lässt es dann aber erstmal auf sich beruhen und geht einfach nur an dir vorbei so, und ignoriert es quasi. Mhm. Ins Bad. Ja. Also. Die nächste Etappe wird schwieriger. Keine Himmel mehr. Wahrscheinlich wenige Dörfer und danach das Meer. Bis zum Meer ist es von hier aus nicht mehr weit. Ich habe herausgefunden, dass es tatsächlich eine bestehende Schiffslinie gibt zwischen dieser Küste und Raguelsland. Wenn wir uns in der Nähe davon halten, während des Fluges, haben wir für den Notfall vielleicht eine Möglichkeit, ein Schiff anzusteuern, falls es unterwegs ist. Und gleichzeitig könnten wir die Schiffe auch beschützen, für den Fall, dass eines in Seenot gerät. Auch das. Wobei die Passage wohl recht sicher sein soll. Ich habe jedenfalls keine Berichte über spezielle Kreaturen vom Herrn der Fliegen gelesen oder gefunden, dass es dort vermehrt Angriffe geben sollte. Ich denke, wir werden bis zur Küste fliegen, dort noch einmal kurz pausieren und Wetter und Wind beobachten. Dass wir möglichst ohne Gegenwind fliegen und nicht in einen Sturm oder Regen hineingeraten, um die Strecke dann zügig uns zu bringen. Prüfungen, die wir bisher. Du reporterst ganz arg. Jetzt besser? Nee, noch nicht ganz. Okay. Let's see. Vielleicht machen wir einfach mal 5 Minuten Pause und dann können wir alle mal ein bisschen Wasser und Tee wegbringen und dann hoffen wir, dass sich Feders Internet ein bisschen erholt. Mhm. Ist auch eine gute Idee, oder? Ja. Bis gleich. Mal. So. So, da sind wir wieder.
und sind immer noch im großen, engeltauglichen Waschraum, einem der Waschräume des ramelitischen Himmels in Prag, mit einem erröteten Inariel. Ich überlege echt wirklich, ob ich mich unsichtbar mache, dann habe ich nämlich das Problem nicht. So, Feder ist gemutet, aber ja, hat zumindest wieder eine stabile Verbindung, zumindest für den Moment. Ja. Cetaril ist auch dabei, sich zu waschen. Und wir hatten ja besprochen, dass wir bis zur Küste fliegen und dort dann wahrscheinlich einen Tag ausharren, um uns halt die Wetterbedingungen anzugucken, nochmal auszuruhen und dann die Strecke so zügig und so gut und gleichmäßig, wie es geht, in einem Rutsch hinter uns zu bringen. Ich weiß, dass der Weg, der vor uns liegt, ein langer ist und dass er beängstigend sein kann. Vor allem, wenn man diese langen Strecken nicht gewohnt ist zu fliegen. Ich möchte aber, dass ihr wisst, dass ihr sicher seid in dieser Schar. Solange ich bei euch bin, solange ihr bei mir seid, wird uns nichts geschehen. Ich werde euch beschützen. Und wir werden sicher Raguels Land erreichen. Ja, natürlich. Ich bin ja auch dabei. Die Viril ist so klein mit Flügeln, ganz winzig zusammengesunken, sagt nichts. Man hat ihre rotblonde Haare sind offen und das Wasser läuft drüber, sodass man auch nicht viel von ihr sieht. Aber diese ganze Haltung ist so wie so ein begossener Pudel, der auch keine Lust hat, sich jetzt von der Stelle zu rühren. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie sich allgemein möglichst wenig in einem Bad bewegt, weil sie sonst allen anderen Anwesenden die Flügel um die Ohren haut. Setz dich mal hinter Liberiel und beginn ihre Flügel zu sortieren, ihre Federn sauber zu machen. Weil du hast hier hinten eine Stelle, an die kommst du selber nicht dran. Und die sind ja auch viel zu groß. Wahrscheinlich nicht nur eine Stelle. Ja, hilf mir mal. Das ist... Ja, okay. Dann nehme ich mir entsprechend den anderen Flügel vor, wo du gerade nicht dran bist. Denkt man, die Spannweite von Engelsflügeln ist ordentlich. Also, ne? Und wenn wir schon. Ich habe da mal so ein Bild, ich suche das mal gerade raus für die Zuschauer, damit die das mal sehen. Ja, die muss ja ordentlich sein, sonst kriegen wir den Körper ja gar nicht in die Luft. Mhm. Allein Cetaril hat, meine ich, ich habe da aufgeschrieben, irgendwas mit 5 Metern oder so, 5, 6 Metern. In der Länge. Und ja. Ihr solltet auch darauf achten, dass eure Flügel gut gepflegt sind, damit es keine Probleme gibt im Wind. Ich drehe mich so zu den Jungs um. Ja, ein Flügel, der sich so vor meine Vorderseite schiebt. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt ihr Bescheid. Ja, nein, alles gut. Mhm. Kommt es nur mir so vor, da benimmt die Nariel sich merkwürdig. Benimmt er sich nicht dauernd merkwürdig? Nein, merkwürdiger als sonst. Ich habe noch nicht mit ganz so vielen Orienten zu tun gehabt. Also ich kenne jetzt ein paar, aber die sind alle nicht so komisch gewesen. Dabei zieht er sich doch sonst ständig aus, um sich unsichtbar zu machen. Ja, eben. Aber irgendwie scheint er ein Problem mit Wasser zu haben und dann war der heute schwimmen. Da schien er wirklich gar kein Problem zu haben. Liberiel, sag auch mal was. Ich habe langsam das Gefühl, ich drehe.
kann mir einen wasserscheuen Urieliten auch nicht vorstellen. Aber warum will er dann nie baden gehen? Vielleicht mag er keine Seife. Das könnte sein. Ja, das könnte tatsächlich sein. Und alle drei Meter nimmst du den Kopf zu die Dari. Knallrot. Was macht denn Daniel währenddessen? Direkt erstmal. Vielleicht reagiert er auch allergisch auf Seife. Das könnte ein Ausschlag sein. Daniel macht das nicht weiter viel aus. Also Körperpflege und Flügelpflege gehört für ihn genauso dazu wie Kampftraining und auch das nach dem Reinigen wieder mit dieser feuerfesten Paste einschmieren, weil das hat er ja sehr ausgiebig gelernt, finde ich das ganz normal. Steht also so komplett anders als Inariel. Ja, also normal ist das für mich auch, mich zu waschen, aber nicht während drei nackte Mädchen da sind. Ja, die ich jetzt vor allem halt wirklich so angucken und miteinander tuffeln. Also, ab. Weil Tiltariel ist das nicht gewohnt, zu tuscheln. Das bedeutet, bei ihr ist das nochmal so eine Spur auffälliger, weil sie sowieso nicht wirklich gewohnt ist, zu sprechen. Sie macht das so euch zuliebe, aber sonst würde sie eigentlich nichts sagen. Aber naja, das ist jetzt so super auffällig, so sag mal. Ja. Taucht er ab? Ich glaube, ich muss ihn das mal wirklich fragen, was da los ist. Ich habe das Gefühl, ich verstehe das nicht richtig. Wer weiß, wie das Waschen bei den Urieliten im Orden so abläuft. Wie soll das denn anders ablaufen? Weiß ich ja nicht. Vielleicht waschen sie sich dann nur... Daniel schmiert sich ja auch nach dem Waschen direkt wieder mit Dreck voll. Also. Vielleicht waschen sie sich da nur einzeln? Oder mit irgendwas anderem? Glaubst du das wirklich? Er hat uns doch gesagt, dass sein Himmel total offen und kommunikativ und so ist. Warum sollten sie sich da einzeln waschen? Ich weiß nicht. Vielleicht werden sie da auch gewaschen und es ist ihm unangenehm, sich selbst zu waschen? Oh, das kann sein. Glaubst du, wir sollten ihn fragen, ob er Hilfe braucht? Sollen wir ihm das anbieten? Vielleicht ist er zu schüchtern zu fragen. Vielleicht ist es ihm wirklich unangenehm. Wer weiß? Gornik kaputt. Ich frag ihn mal und dann stiefel ich mal rüber zu den Ariens Becken. Ja, ich komme gerade wieder so raus und pff. Oh, der Zitariel. Brauchst du Hilfe beim Waschen? Nein, dich waschen? Es ist alles ganz gut, nein. Bist du sicher? Ja. Weil wir fragen uns gerade, ob ihr vielleicht gewaschen werdet im Himmel des Uri nein. Und dir das unangenehm ist, wenn du es selber machst. Ich kann das wirklich machen, das ist kein Problem. Ich kann das selber. Es ist die Seife. Und ich hatte hier so ein Stück Seife hin. Magst du vielleicht keine Seife? Es ist richtig komisch für dich, weil deine Sinne sind ja so scharf. Nein. Ich schaue auch sehr auffällig irgendwo so schräg an die Wand neben dir, nicht dich an. Ich bin hier. Hallo. Hallo. Ja, Ja, gut. Warum wäschst du dich nicht gerne? Ich wasche mich gerne. Oder magst du kein warmes Wasser? Doch, genau, warmes es ist das warme Wasser. Wir können dir auch kaltes besorgen. Ich gar nicht schlecht. Ich wasche mich gerne alleine. Oh. Warum das? Du machst doch sonst alles zusammen. Ja, aber beim Waschen ist man nackt. Was ist daran schlimm? So hat uns Gott geschaffen.
Bist du eitel? Glaube nicht, nein. Aber warum willst du dann, dass niemand anderes deinen Körper sieht? Ich weiß das nicht, das ist mir irgendwie unangenehm. Jetzt guckst du dich mal ganz, ganz intensiv von oben nach unten an. Ja, ich hab, wie gesagt, einen Flügel einfach so vor mich geschoben. Also so hässlich finde ich dich jetzt aber gar nicht. Das ist sehr nett, du bist auch sehr hübsch. Das macht es ja nicht besser. So, Zitari guckt zur Hilfe, sucht über die Schulter. Was mache ich falsch? Du bist ein Mädchen und ich bin ein Junge. Aber das spielt doch keine Rolle. Naja, du willst dich ja alleine waschen. Wenn irgendwas ist, ruf einfach. Ich bin da drüben. Ja, danke. Oder vielleicht fragst du lieber Daniel? Nein, auch nicht. Ich bin fertig. Darf ich in die Zelle zurückgehen? Ja, natürlich. Ja. Und dann tapert Zetare rüber zum anderen Becken, wo die Mädels drin sitzen, setzt sich rein, zieht die Knie vor die Brust. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ach was, der wird sich schon... Fragt Daniel, der weiß Bescheid. Du erfüllst nur deine Aufgabe, das war richtig so. Ich finde, du warst sehr zuvorkommend. Er wird sich schon wieder einkriegen. Offenbar baden sie doch alleine. Mein anderer Aurelit hat nie alleine gebadet. Er hat immer mit uns zusammen gebadet. Und er hat sich immer furchtbar über... Ist doch egal. Über was? Er hat sich immer furchtbar über unseren Raphaeliten aufgeregt, weil der so unglaublich reinlich war. Naja, ich werde jetzt auch rausgehen. Es wird ewig dauern, das Wasser aus den Federn zu bekommen. Hier wird man ja nie richtig trocken. Und dann steht sie auf und schüttelt einmal die Flügel. Und, Inariel macht sich auch trocken und stürmt fast aus dem Bad. Ich stürme nicht, ich gehe. Ja, bei der Erwähnung von Zitariel, von ihrem alten Urieliten, guckt Liberiel ein bisschen wehmütig drein. Lyriel auch, aber das kriegst du nicht mit, weil sie sich immer noch um deine Flügel kümmert. Mhm. Jetzt alleine. Bei den Riesendinger. Danke, dass du das noch machst. Ja, natürlich. Du kannst es ja alleine nicht. Und als Schar sind wir füreinander da. Dann mache ich dir deine auch gleich. Wenn das okay ist. Ja, klar. Dankeschön. Ja. Ja, warte, du, wer macht die Flügel von Inariel? Ja, so wenn ihr dann jetzt sonst an dem Abend nichts mehr sonderlich anderes machen möchtet oder euch nochmal irgendwie unterhalten möchtet, dann springen wir in den neuen Tag. Ich würde noch versuchen, von der Küche Trockenobst und Nüsse zu organisieren. Für den Flug, weil die geben Energie und außerdem sind die süß und Liberiel mag solche Sachen. Am besten noch kandierte Früchte, aber da ist immer die Chance nicht so groß, sie zu bekommen. Ja. Ja, dann
morgens am nächsten Tag wahrscheinlich ist Inariel immer mit der Sonne wach? Oder ja. Schläft er lange? Nee, ne? Nein. Hier oben im Himmel ist ja auch die Möglichkeit, Sonnenstrahlen abzukriegen, wahrscheinlicher, als wenn man unten im Dorf wohnen würde. Von daher. Heute ist es relativ frei. Also der Nebel ist etwas zurückgedrängt. Schönes Wetter. Es regnet ab und zu mal nicht. Beste Flugbedingung. Dann kaum Wind. Sollten wir das nutzen. Ja, das sieht gut aus. Dann kommt. Ich glaube, wir müssen uns noch abmelden. Das müssen wir. Du kommst bestimmt noch ihre Erkenntnisse mit den anderen Teilen eigentlich, oder hast du die jetzt für dich behalten? Die Erkenntnisse über die neuen Karten und was so wichtig ist für unsere Reise und für das Land dort, würde ich auf jeden Fall noch teilen. Über Kaliel würde ich nur und das Ordensbuch würde ich nur mit Zetariel dann außerhalb sprechen. Ich weiß, ich habe ja mitbekommen, dass sie hier Probleme hat mit der Kommunikation per Gedanken. Das heißt, ich würde ihr nur ich würde ihr nur abends noch sagen, dass wir, wenn wir die Stadt verlassen haben und es ihrem Kopf besser geht, ich gerne noch mal mit ihr reden würde über die Sachen, die ich noch rausgefunden habe. Und würde, wenn wir uns aber schlafen, wenn wir uns zum Schlafen hinsetzen, noch sagen, ich habe mit dem Pater gesprochen und er hat mir versichert, dass die Engelsseelen, auch wenn der Körper hier zerstört wird, ohne den Ritus zu erhalten, die Seelen trotzdem den Weg zu Vater, zu Gott finden. Sie sind also sicher. Es wird ihnen gut gehen. Und wenn Gott es will, dann kommen sie vielleicht irgendwann wieder auf die Erde. Ja. Das werden sie bestimmt. Also Engel sterben tatsächlich nicht. Und sie klappt so ihr Tagebuch auf, streicht eine Stelle durch, macht ein Kreuzchen dran und schreibt ganz groß auf die Nebenseite: Engel sterben nicht, nur die Hülle, die Seele geht zu Vater. Und man spürt, man sieht ihr einfach an, dass sie unheimlich erleichtert ist, euch auch das so sagen zu können. Auch wenn es ein erschreckender Anblick war. Es geht ihnen gut. Und du brauchst dir deswegen auch keine Gedanken mehr wegen Pandariel zu machen, Zetariel. Er ist sicher bei Vater. Und keiner von uns, ich gucke dabei auch zu Lyriel, musste deswegen vielleicht noch irgendwas noch böse sein oder so. Oder zweifeln. Es war gut so und es war eine richtige Entscheidung. Und dann tatsächlich streckt Liberiel dann auch nochmal die Hand aus und greift deine, Zetariel, und drückt ganz freundlich fest. Danke, Liberiel. Es ist die richtige Entscheidung gewesen, aber das heißt nicht, dass sie einfach ist. Der richtige Weg ist eben nicht immer der einfache. Nein, das ist er nicht. Sie haben alle was gelernt. Jetzt sollten wir... Oh je, raus. Nein! Ja gut, dann gehen wir uns mal abmelden. In alphabetischer Reihenfolge. Zetariel. Daniel. Orden. Orden des Michaels. Orden des Gabriels. Ah ja, das passt. Daniel, ne? Nicht wahr? Orden. Gabrielit. Mustert dich. Ja, das passt. Inariel? Urielit? Ja.
Liberiel, Amelit und Lyriel, Raphaelit. Ja, das passt. Passen Sie gut auf euch auf. Das werden wir. Möge der Herr mit euch sein. Mit euch auch. Und dann würde Inariel wahrscheinlich durchstarten und wir anderen hinterher Richtung Meer. Ja, ist doch ein schöner Zeitpunkt dann, um auch für heute dann die Session zu beenden mit den startenden Engeln. Dann können wir beim nächsten Mal gucken, wie wir den, den Teil bis zur Küste hinkriegen und dann sind wir auch bald in Raguelsland vielleicht, wenn nichts Unvorhergesehenes wird. Du meinst das Raguelsland, wo wir vor 4 bis 6 Folgen schon sein wollten? Ja, ihr wolltet ja unbedingt noch einen Schlenker machen. So. Irgendwann werden wir ankommen. Irgendwann, garantiert. Ach, wir kriegen das hin, das noch 4 weitere Folgen rauszuzögern. Wir werden jetzt einfach auf dem Weg von Schrottbaronen entführt und dann in die komplett andere Richtung verschleppt. Was? Wir sind in Südafrika? Wie konnten wir hinkommen? Ja, müssen wir mal gucken, ob die anderen beiden gleich wieder dazukommen oder ob es die jetzt irgendwie ganz rausgehauen hat. Vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Rio Repo schreibt auch, oh, schade, schon fertig. Ja, in 2 Wochen, wenn alles klappt, geht's weiter. Da sind wir wieder da. Oder wenn du uns überhaupt gar nicht ohne uns sein kannst, dann sei dir Patreon empfohlen. Dann gibt's gleich noch einen kurzen Aftershow-Talk. Ja. Und wenn du generell nichts genug bekommen kannst vom Rollenspiel, dann schau doch auf dem Nordpol vorbei, über Yameras Bildchen. Da ist die ganze Zeit die Adresse eingeblendet. Und da gibt es einen tollen Stream-Channel, da gibt es jeden Tag mindestens einen Stream, den man sich angucken kann, so wie diesen hier oder noch besser. Genau. Und wann gibt es das nächste Mal irgendwie einen Stream zu sehen, der nicht dieser ist, wo Lokis Vibe mitspielt? Nächste Woche. Tatsächlich. Ist das? Ja, so ist das. Ich glaube, das ist der 12. Ja. An dem Donnerstag. Und zwar mal wieder zusammen mit D-Rex. Beim lieben Karim auf dem Kanal sind wir wieder als Kerzen unterwegs, als Egos und Cosmo, der Dritte von Oberfluren. Und wir werden mal sehen, ob wir die Liebesgeschichte zu einem guten Ende bringen können. Die schwarze Katze, soweit ich weiß, außer den offiziellen von Ulysses gemachten Runden, die einzige deutschsprachige die schwarze Katze-Runde auf YouTube. Von daher immer ein Besuch wert, auch wenn man sonst nicht DSA oder so mag. Die schwarze Katze ist völlig anders. Das ist korrekt. Wer Katzen mag, muss es eigentlich gucken. Wer sie nicht mag, sollte es lieber nicht gucken. Wer sie nicht mag, sollte es auch gucken und danach mag er sie. Das wage ich zu bezweifeln. Aber gut. Probier es aus. Wann gibt es was mit Feder zu gucken demnächst? Vermutlich erst wieder am 18. Also in 2 Wochen. Ja. In 2 Wochen, wenn es mit der Simjala-Kampagne weitergeht. Wo ich mit meiner unglaublich quirligen Magierin Aventurien unsicher mache und NSCs wie Mitspieler zur Verzweiflung bringe. Also wie immer. Alles Business as usual bei Fee. Ich versuche mein Bestes. Ich vermute, der D-Rex hat dann die gleichen Antworten wie Loki und Feder, weil das sind die beiden Runden, wo er auch noch mitmacht, ne? Das ist richtig und eventuell, das ist noch nicht hundertprozentig in trockenen Tüchern, nächste Woche
Dienstag wird dann endlich der Charakterbaustream aus der Tarot-Challenge von Lilio nachgeholt. Oh, das ist sehr schön, ja. Da müsst ihr dann mal bei Lilio vorbeigucken. Ja. Ich bin schon sehr gespannt. Wir wissen selber noch nicht, in welchem System wir spielen werden. Falls ihr die ganzen Kanäle, die wir jetzt euch jetzt aufgezählt haben, nicht kennt oder irgendwie nicht wisst, wo ihr da hin müsst, dann guckt ihr mal hier nach. Da ist eine Liste von allen Nordpol-Rollenspiel-Streamern. Da findet ihr die ganzen Twitch- und YouTube-Kanäle alle aufgelistet. Alphabetisch schön geordnet. Und dann könnt ihr hier und da mal ein Abo dalassen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, Yamira und Hotney versuchen gerade, ihr Internet wiederherzustellen. Ja. Hallo? Und wir sind wieder da. Ah doch, okay, ja. Ha, schön. Hallihallo. Wir sind gerade irgendwie komplett rausgeflogen. Ja, man konnte es merken. Ja, sorry. Dann können wir doch direkt mal fragen, wo es das nächste Mal was von Katze und Wolf zu sehen gibt. Ich bin morgen zu Gast bei Bioing, hoffentlich. Seine DSA-Runde sollte beendet werden. Mhm. Und ansonsten gibt es bei uns in nächster Zeit ein bisschen Off-Air-Zeug, also für euch uninteressant. Und dann nächsten Freitag geht es weiter mit Königsmacher. Das stimmt so nicht ganz. Ich bin am Samstagabend bei Mischka auf dem Kanal Mischka RPG zu sehen, da mit ihm alleine. Wir spielen nämlich das Solo-Abenteuer Straßenballade zusammen durch, lesen das zusammen. Ein Projekt, das wir vor langer Zeit mal begonnen haben und das jetzt endlich mal weitergeht. Und außerdem läuft nächste Woche am 11. oder für den 14.? Ich habe es noch nicht geplant, genau. Ach so, da läuft nämlich bei uns auf dem Kanal eine YouTube-Premiere für den nächsten Teil Legend of the Five Rings. Prima. Also jede Menge Stuff. Schaut mal rein bei Katze und Wolf auf Twitch und auf YouTube. Hinterlasst auch da gerne Follows und Abos und Daumen und Kommentare. Und wenn ihr das später hier auf YouTube guckt, dann hinterlasst uns hier für diese Runde doch auch einen Kommentar. Vielleicht irgendwelche Badetipps für Inariel, für oder irgendwelche im Umgang mit Männern Tipps für Citari, Lyriel und Liberiel. Ja, vielleicht gibt es da was die Leute irgendwie haben wollen. Oder wenn ihr schon mal in Prag wart oder so, ob ihr die Brücke kennt oder so, das wäre immer ganz nett zu wissen. Ja. Und skurrile Frisuren für Citariel. Oh ja, das wäre auch sehr gut, ja. Mhm. Vielleicht sollte Liberiel das Bildern. Ja. Vielleicht sollte Liberiel das Buch mitnehmen. Fanart. Fanart-Frisuren mit Citariel. Das würde ich feiern. Entweder sowas oder ich mag auch die Frisur von Bootsmann Rand aus Star Trek The Original Series. Das ist die mit den, das aussieht, als hätte man einfach nur so ein paar Haarsträhnen übereinander gelegt, so abwechselnd wie so ein geflochtener Kopf. Ich suche mal was raus. Okay. Wir sind alle gespannt. So, beim nächsten Mal dann Loki's Vibes Bilder. So. Da müssen wir mal einen extra Stream für machen. Gut. Gut. Und die Frage von Tava würden wir wahrscheinlich gleich im Afterstream beantworten. Ob das eine Herausforderung war. Mal schauen. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.